Ja, einen schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, je nachdem, wann Sie diese Sendung anschauen. Mein Name ist Michael Opielka, ich bin Leiter des Instituts für Sozialökologie, ISÖ, Institut für Sozialökologie in Siegburg und bin Professor für Sozialpolitik an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Ich bin heute hier in Kiel und spreche über das Zukunftslabor oder das Grundeinkommen im Zukunftslabor. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, gibt es ein großes Projekt hier in Schleswig-Holstein, Zukunftslabor Schleswig-Holstein. Es soll unter anderem die Idee des Grundeinkommens als Bestandteil der Zukunftsentwicklung der sozialen Sicherungssysteme untersuchen. Ich leite dieses Projekt und freue mich, Ihnen heute einiges dazu zu erzählen. Es ist ein etwas eigentümlicher Vortrag. Ursprünglich war es geplant, dass ich diesen Vortrag im Rahmen einer Ringvorlesung an der Universität hier in Kiel halte. Das hat dann aus zeitlichen Gründen nicht geklappt, sodass ich jetzt hier irgendwo im Zwischenreich zwischen einer Ringvorlesung und einer Internetvorlesung mit Ihnen spreche, was einige Vorteile hat, weil ich dadurch nicht abgelenkt werde von Studierenden. Naja, sollte man so nicht sagen, aber ich werde nicht abgelenkt und kann sozusagen mehr mit Ihnen als imaginäres Gegenüber sprechen. Das imaginäre Gegenüber, ich stelle mir Sie sozusagen vor, mit denen ich jetzt gerade spreche. Und damit stelle ich mir natürlich auch Sie in mir selber vor. Und damit es aber nicht zu sagen wir, autistisch wird und ich sozusagen dann nur über mich mit Ihnen spreche und eigentlich doch nur mit mir, wird es danach, nach meinem Vortrag, eine Diskussion geben. Sophie Peter, Mitarbeiterin hier im ISÖ, wird mit mir diskutieren. Die wird es aber nicht sehr devot machen, sondern wir sind gewohnt, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ISÖ sind gewohnt, mir permanent wieder zu widersprechen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil wir werden sehen, dass dieses Thema Grundeinkommen, Thema Zukunftslabor, überhaupt das Thema, über das wir heute sprechen werden, ohne Diskurs, also ohne ein Offensein gegenüber auf kontroversen Ansichten überhaupt nicht funktionieren kann. Also ich freue mich sehr, dass Sie jetzt dabei sind. Das Grundeinkommen im Zukunftslabor. Ich habe drei Schritte für diesen heutigen Vortrag geplant. Der letzte Schritt ist der kürzeste Schritt, aber vielleicht am Ende auch der gewichtigste Schritt. Aber ich beginne mit den ersten beiden, nämlich Wege zum Grundeinkommen. Wege zum Grundeinkommen heißt, es gibt viele Wege, nicht nur einen Weg. Historische Wege, Wege, die sich entwickelt haben aus der Systematik der Sozialpolitik heraus. Im zweiten Schritt werde ich Varianten, das Problem der Varianten des Grundeinkommens diskutieren. Das ist ein echt ein bisschen kompliziertes Thema, weil wir nämlich sehen werden, dass es eben nicht nur das Grundeinkommen gibt, was vielleicht viele von Ihnen, die jetzt zusehen und die zuhören, die werden vielleicht für ein Grundeinkommen sein. Aber wenn Sie am Ende der Sendung, am Ende dieses Vortrags, werden Sie merken, ja, für welches Grundeinkommen bin ich denn eigentlich? Und das Gleiche soll auch für diejenigen unter Ihnen gelten, die es auch geben wird, die gegen Grundeinkommen sind. Aus grundsätzlichen Erwägungen, grundsätzlich gegen Grundeinkommen. Aber wogegen sind Sie jetzt eigentlich? Also gegen welches dieser Grundeinkommen werden Sie sein? Und im günstigsten aller Fälle, das ist so meine Vision, meine Hoffnung für die heutige Veranstaltung, ergibt sich aus diesen vielen Gegnerschaften und aus den vielen Dafürschaften sozusagen vielleicht eine Gemeinsamkeit, die auch zu einem Erfolg, zu einer vernünftigen Lösung für die Zukunft des Sozialstaats führen kann. Am Ende eben muss es eine einfache Lösung sein. Ich bin fest überzeugt, einfache Lösungen sind im Kern demokratiefähiger. Im praktischen Leben natürlich ist nichts wirklich ganz einfach. Also unser Gesellschaftssystem ist hochkomplex. Es wird dann immer sozusagen noch Sonderregelungen und Spezialregelungen und Ausführungsbestimmungen und Überleitungsbestimmungen geben. Aber die Grundidee meiner Meinung nach sollte schon einfach sein, dann ist sie am demokratiefähigsten. Ich gehe also zu den Wegen zum Grundeinkommen, gehe ich mal einen kleinen Schritt Schleswig-Holstein. Wir sind hier in Kiel, wir sind hier im offenen Kanal Schleswig-Holstein, also Lokalkolorit. Bis im Frühjahr 2018 habe ich mit unserem Institut und Sophie Peter, die nachher auftaucht, war da auch mit wichtig dabei gewesen, eine wichtige zentrale Mitautorin. Wir haben ein Programm, ein Projekt hier gemacht in Schleswig-Holstein, Zukunftsszenario Altenhilfe Schleswig-Holstein 2030-2045. Das war ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, finanziert damals von dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein 2016 bis 2018. Und die Annahme war, dass soziale Innovationen und sozialer Wandel auch zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können. Das war die Idee. Und dieses Projekt, das finden Sie auch, hatte einen wichtigen Referenzrahmen, nämlich die
17 Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die sogenannte Agenda 2030, die im Herbst 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet ist. Und mittlerweile, das sollte man nicht ganz unterschätzen, in allen Nachhaltigkeitsstrategien, eigentlich in allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, auch bis in die kommunale Ebene implementiert werden muss. Die Fragestellung unseres damaligen Projektes war, wie können wir überall alt werden? Ich werde auf dieses Projekt im Einzelnen natürlich jetzt nicht eingehen, weil wir über was anderes sprechen wollen, aber über ein Ergebnis sprechen. Und ein Ergebnis war nämlich, wir gingen davon aus, naja, Sustainable Development Goals, da finden wir jetzt eine ganze Reihe von Zielsetzungen. Ich habe mal 4 von den Zielsetzungen rot umkreist, die für unser Thema von Bedeutung sind, für unser Thema auch soziale Sicherung und Grundeinkommen. Nämlich Ziel 1, keine Armut. Keine Armut. Ja, und dieses Ziel hat uns ja auch bewegt, weil das Ziel ist nicht selbstverständlich. Natürlich kann man sagen, Deutschland, ja, wo gibt es in Deutschland Armut, die paar Obdachlosen sind entweder selber schuld oder Schicksale, da kann man nichts machen, ein bisschen helfen. Aber wir werden sehen, das Thema Armutsproblem ist viel komplexer. Und die zweite Frage, Ziel 8 war menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum ist natürlich auch eine interessante Frage. Passt das überhaupt zur Nachhaltigkeit? Also ist Wachstum und Nachhaltigkeit, sind das nicht Widersprüche? Auch das kann ich jetzt nicht vertiefen. Ich würde sagen, grundsätzlich nein, wenn man richtig wächst. Also wenn Sie zum Beispiel Kinder haben, dann werden Sie das sehr wohl für günstig halten, wenn die Kinder wachsen und nicht ewig klein bleiben. Außer Sie haben sehr merkwürdige Vorstellungen von Erwachsenen, also von Kinderentwicklung. Also Wachstum an sich ist überhaupt kein Problem, auch für die Wirtschaft nicht. Unser Problem ist ja, dass unser Wachstum sehr stark mit Stoffströmen einhergeht, die für die Umwelt schädlich sind. Also Wachstum von Qualitäten, Wachstum von mehr Selbsterfahrung, von mehr Kultur müsste überhaupt nicht umweltschädlich, überhaupt nicht nachhaltigkeitsfeindlich sein. Weniger Ungleichheiten und nach wie weit nachhaltiger Konsum und Produktion. Aber ich komme jetzt nämlich auf das Zentrale. Die zentrale Antwort war nämlich Autonomie und Prävention in der Altenhilfe. Das war das positive Szenario, was aus diesem Projekt mit der Diakonie herausgekommen ist, ein großes Projekt. Und da war das erste zentrale Ziel, ein Grundeinkommen schafft die Altersarmut ab und ein erneuerter Generationenvertrag prägt die Altenhilfe. Es existiert dadurch Grundsicherheit, auch weil präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen im Lebenslauf unterstützen. Ich kann jetzt hier aus Zeitgründen nicht auf die komplexen Probleme der Dienstleistungen eingehen, weil natürlich gerade am Beispiel Alter kann man das sehr gut sehen, beim Thema Menschen mit Beeinträchtigung, Behinderung, ebenso wie bei Krankheit. Was nützt mir Geld, wenn ich keinen Arzt, keine Ärztin in der Nähe habe, wenn ich keine Pflegekraft in der Nähe habe? Also wir haben natürlich den Bedarf, auch reale Dienstleistungen, Unterstützungssysteme anzubieten. Wir brauchen, was nützt mir sozusagen Geld, wenn ich weit und breit keinen öffentlichen Nahverkehr habe, sondern nur auf ein Auto verwiesen wäre, was aber preislich für mich dann doch trotz Grundeinkommen nicht akzeptabel wäre. Also die Idee ist sozusagen, Grundeinkommen als ein ganz entscheidendes Element, als Grundsicherheit zu verstehen. Das war das Projekt, was wir damals, was heißt damals, ist das erst aus heutiger Sicht ein gutes Jahr her, gemeinsam hier in Schleswig-Holstein erarbeitet haben. Jetzt gibt es ein neues Projekt, dieses Projekt Zukunftslabor. Das ist ein Projekt, was von der Landesregierung Schleswig-Holstein, der sogenannten Jamaika-Koalition, initiiert worden ist. Dieses Projekt hat jetzt bereits die erste Veröffentlichung. Ich werde ein paar Sätze dazu sagen, also zum Rahmen des Projektes, damit man versteht, in welchem Kontext auch unsere wissenschaftliche Arbeit und auch die heutigen Überlegungen platziert sind. Also wir haben jetzt im Juni 2019, also heute Juni, wenn Sie es anschauen, ist vielleicht schon Herbst. Ne? Heute ist die Kieler Woche. Mein Gott, in einem halben Jahr, wenn Sie es sehen, ist vielleicht schon der Kieler Herbst, wenn es den gibt oder vielleicht gibt es den dann. Also was wir gerade gemacht haben, ist eine Literaturstudie und zwar das war der Auftrag der Landesregierung zum Thema demografischer Wandel und Digitalisierung in Deutschland. Welche Auswirkungen hat es auf die sozialen Sicherungssysteme? Diese Studie ist mittlerweile als Buch schon erschienen, vor wenigen Wochen. Und Sie können sie im Internet sowohl herunterladen als PDF, Sie können sie aber auch für wenig Geld bestellen. Was sind die zu erwartenden Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme? Aber auch eine Vergleich der kritische Reflexion von Methoden und Ergebnissen. Ich werde jetzt dazu nicht sagen, weil das sehr einen eigenen Vortrag, eigene Vorträge sind, die können Sie im Internet auch sehen. Es gab eine Auftaktveranstaltung, es gab eine Veranstaltung, mit der wo auch die Kollegen, die diese Teilstudien geschrieben haben, auch voraufgetreten sind. Für uns und für jetzt wichtig ist, dass das Ziel war, sogenannte Schlüsselfaktoren zu identifizieren. Schlüsselfaktoren, die wichtig sind, um sozusagen Zukunftsszenarien zu bilden. Und
alternative Reformszenarien zu entwickeln. Darauf kam es uns an, darum die Zukunftsforschung als Bestandteil dieser sozialpolitischen Entwicklungsstrategie. Parallel haben wir jetzt im läuft im Augenblick gerade, da kann ich noch keine Ergebnisse heute nennen, aber das wird irgendwann auch natürlich veröffentlicht werden, da sind wir gerade dran, werden wir eine Erfahrungsstudie schreiben, in der wir drei Innovationsfelder untersuchen, die sich zurzeit mit Grundeinkommensstrategien beschäftigen, nämlich in Finnland, da haben Sie es vielleicht mitbekommen, gab es ein großes Grundeinkommensexperiment der Arbeitsverwaltung und im Vereinigten Königreich, noch ist es ja EU-Mitglied, wir werden sehen, wie es in Bälde ausgehen wird, dort haben sie eine große Reform der Grundsicherung, Universal Credit, durchgeführt und in Italien, Reddito, das Bürgereinkommen, dort hat die Regierung aus Links- und Rechtspopulisten eine Art Bürgergeld eingeführt, das werden wir untersuchen, untersuchen wir gerade, da kann ich jetzt aber in der Sache heute noch nicht viel darüber berichten, das sind drei Reformprojekte, die sich den drei entsprechenden Wohlfahrtstypen zuordnen lassen, über die ich gleich noch mal ausführlicher spreche. Da sind wir gerade dabei. Also hier der Stand des ganzen Projektes. Im Augenblick sind wir im Mai- bis September-Block, Entwicklung Zukunftsszenarien, Reformszenarien, Erfahrungsstudie. Davor eben die Literaturstudie, die hat schon stattgefunden. Danach, im nächsten Schritt, wird es dann ab Oktober 2019 eine Vertiefung der Reformszenarien geben und eine Folgenabschätzung. Folgenabschätzung heißt, dass die Kollegen, also unser Unterauftragnehmer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, die werden eine komplexe Mikrosimulation machen und diese Reformszenarien, die wir identifizieren, die werden sie sozusagen auf ihre finanzielle Tragbarkeit berechnen. Ja, ist also eine Status-Quo-Simulation mit einer gewissen Perspektive nach vorne. Was kostet denn also, was kosten solche Modelle? Was kann man, können wir sie uns überhaupt leisten? Sind das unrealistische Annahmen? Dann soll es eine große Diskussion im Sommer 2018 geben. Werden wir unsere Vorstellungen öffentlich diskutieren. Und dann wird es auch nochmal eine Zukunftskonferenz geben. Also Anfang 2021 wird hoffentlich, werden wir ein interessantes schleswig-holsteinische Vorstellungen präsentieren. Wir wissen noch nicht genau, was rauskommt. Wir sind da mittendrin im Prozess und soweit berichte ich heute aus dem, wie wir Wissenschaftler ganz gerne sagen, Work in Progress. Also wir sind mittendrin im Prozess und insoweit erzähle ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus den Dingen, an denen wir dran sind, ein Beispiel, ein paar Beispiele nennen. Vielleicht haben Sie davon schon gehört, mal zwei Typen von Reformszenarien, grundsätzlich Grundtypen. Einer zum Beispiel der Gesichtspunkt des Rechtsaufwandes. Das kann man sich Reformszenarien vorstellen, die einen sehr hohen Rechtsaufwand haben. Zum Beispiel solche, bei denen das komplette System, wie wir es in Deutschland haben, ersetzt werden soll durch ein alternatives Modell. Also zum Beispiel das Modell von Kollegen Straubhaar, der ein Bürgergeld, eine Negativsteuer machen will und alles andere streichen möchte. Oder Götz Werner, Gründer, lange Zeit auch Vorstand der DM-Drogeriemärkte, der wollte ein bedingungsloses Grundeinkommen, was durch die Mehrwertsteuer finanziert wird, auch als Ersatz für die Sozialpolitik haben. Ein sehr hoher Rechtsaufwand natürlich. Aber was ist mit den bisherigen Ansprüchen? Sind die weg? Was machen wir damit? Also das ist die eine Frage. Dann gibt es vielleicht Reformszenarien mit dem mittleren Rechtsaufwand. Also man entwickelt das eben weiter, die jetzige Sozialversicherung, zu einer Grundeinkommensversicherung. Darauf komme ich noch. Also auf die Idee, lässt sich vom Schweizer Modell inspirieren, holsteinische Schweizer Modell, also inspirieren und macht aus dem Gesamt, macht eine Bürgerversicherung aus unseren Sozialversicherungen. Oder man führt, was einzelne Politiker aus der SPD jetzt mal vorgeschlagen haben, ein Grundeinkommensjahr ein. Na, auch das ist eine Partei, die gibt es ja noch und die hat ja auch interessante Vorschläge. Oder zum Beispiel Reformszenarien mit niedrigem Rechtsaufwand. Ich meine, man baut Grundsicherungselemente ein. Das Bundesverfassungsgericht, das Bundessozialgericht haben entsprechende auch Forderungen gestellt, auch an den Gesetzgeber und auch die auch teilweise umgesetzt werden. Zum Beispiel Forderungen auch zur Reduzierung von Sanktionen. Das sind solche Punkte, die mit niedrigeren Rechtsaufwand verbunden sind. Oder eine ganz andere Sichtweise, sozusagen nochmal, also welche Typen gibt es da? Na, Typus Bürgergeld, wir schauen uns die einzelnen Typen an, nicht den Rechtsaufwand, sondern die Typen. Typus Bürgergeld. Da gibt es eben nochmal negative Einkommensteuer, dann gibt es das solidarische Bürgergeld aus dem CDU-Bereich, Althaus, Dieter Althaus, mein Ministerpräsident in Thüringen. Ich habe dieses Modell mit einigen Kollegen einmal auf seine finanzielle Tragbarkeit berechnet, im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dann das liberale Bürgergeld,
dann der FDP. Dann hat Andrea Nahles, als sie noch Parteivorsitzende war, ein Bürgergeld aus Sicht der SPD vorgestellt. Das ist auch noch etwas vage, aber immerhin, da gab es auch die Idee. Dann Garantiesicherung, Robert Habeck von den Grünen hat auch so einen Typus in diese Richtung vorgeschlagen. Also ganz unterschiedliche politische Orientierungen, Ersetzung oder Ergänzung des Sozialversicherungssystems. Dann gibt es wiederum Typus Grundeinkommen, also dass man also Geld bekommt. Ich werde das gleich nochmal genauer beschreiben. Beim ersten, beim Bürgergeld, heißt es, wenn ich zu wenig Geld habe, bekomme ich was obendrauf, bis ich genug habe. Beim Typus Grundeinkommen bekomme ich einfach Geld so. Völlig egal, was ich sonst an Einkommen oder Vermögen habe. Da gibt es solche Modelle, bedingungsloses Grundeinkommen, wie es Herr Kurz-Werner vorschlug, oder auch partielles Grundeinkommen. Das finnische Modell war zum Beispiel so, dass man da den Regelsatz etwas knapp über 500 Euro pauschal bekommen hat, aber Wohnkosten musste man nachweisen. Das ist auch so ein Kompromissmodell. Also es gibt ein partielles Grundeinkommen. Wir haben das in Deutschland, da komme ich nachher nochmal drauf, Beispiel beim Kindergeld. Kindergeld ist heute so, Sie bekommen das Kindergeld ausbezahlt, das ist aber eigentlich nur etwa die Hälfte, je nach Alter des Kindes, der Kinderkosten. Das bekommen Sie aber pauschal ausgezahlt, bekommt jeder. Übrigens auch egal, ob die Kinder jetzt freundlich sind und Danke sagen. Ne? Es ist egal, kriegen die das Kindergeld. Die Eltern auch. Also die müssen es für die Kinder verwalten, wenn die Kinder kleiner sind. Partielles Grundeinkommen. Und dann gibt es wieder ganz andere Weiterentwicklung der Sozialversicherung. Man bleibt in der Sozialversicherungsidee. Man baut, ich habe es schon angesprochen, Grundsicherungselemente nach den Vorgaben der obersten Gerichte in die Sozialversicherung ein oder entwickelt die Sozialversicherung zu einer Bürgerversicherung weiter oder eben das genannte Grundeinkommensjahr. Also ganz unterschiedliche Typen. Wie kriegen wir die jetzt sortiert? Aber bevor wir die Systematik fragen, schauen wir kurz mal, was denken die Leute darüber. Ich bringe Ihnen mal ein paar Beispiele. Hier ein Marktforschungsinstitut hat zum Beispiel Leute befragt, 1000 Deutsche befragt, das ist jetzt im Jahr 2017 haben sie befragt, wie hoch soll es denn eigentlich sein? Da haben manche gesagt 750 Euro und manche sagten 1600 Euro. Ist ja schon ein gewisses Spektrum. Ne? Dann haben die einfach so einen mittleren Wert angemessen. Na, wie halt manche Sozialwissenschaftler mit schnellen Stiften sind. Und die Leute sagten aber zum Beispiel, die Leute meinen 86%, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und 67% der Deutschen erstaunlicherweise sagten in dieser Befragung, sie seien mit dem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens vertraut. Das hat mich eigentlich schon sehr überrascht, weil meine Studierenden gehören da überwiegend nicht dazu. Aber vielleicht die, was sie befragten, die waren immer da immer von. Ob sie genau sich den Vorstellungen haben, was es genau soll, da habe ich meine Zweifel. Aber die Idee, dass jeder irgendwie ein Geld bekommt als ein Bürgerrecht, scheint den Menschen doch irgendwie vertraut zu sein. Im Schnitt landeten wir 1100 Euro, aber das ist nur eine Meinungsbildung, mehr ist es erstmal nicht. Da gab es ein anderes INSA-Institut in Erfurt. Kollege Binkert leitet das, der war früher Mitarbeiter bei Dieter Althaus, dem früheren Ministerpräsidenten in Thüringen. Der hat auch die Leute befragt, im Jahr 2018 wiederum. Und da stellte sich raus, dass je nach Altersgruppe erstaunlicherweise die jüngeren Leuten bei der Zustimmung geringer sind. Also Leute 18 bis 24 waren nur 38% für ein Grundeinkommen. Bei den Älteren, bei den Leuten über 55 oder gar über 65, waren es immerhin 58% oder 53%. Nicht-Zustimmer ist nur weniger als ein Drittel der Bevölkerung. Nicht-Wissen relativ viele, also 20% Pi mal Daumen, wussten nicht so richtig Bescheid, keine Angabe, das heißt, man weiß auch nicht richtig Bescheid. Also eine knappe Mehrheit der Bevölkerung ist dafür, weniger als ein Drittel ist dagegen. Und der Rest ist noch in der Suche, weiß noch nicht so genau. Auch interessant. Und da gibt es noch eine seriöse Befragung hier, Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung jetzt aus dem Jahr 2019. Die haben sozusagen sozioökonomische Daten analysiert, und zwar einen europaweiten europäischen Vergleich. Und dann stellen wir zum Beispiel fest, dass Deutschland eben ein Land ist, neben eben knapp über 50%, und zwar mehr in Ostdeutschland als in Westdeutschland, für ein Grundeinkommen plädieren. Die Frage war eben, ist man für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Nochmal, was genau dahinter steckt, ist den Leuten nicht immer unbedingt klar, aber es scheint um irgendeine Stimmung zu gehen, um eine Richtung zu gehen, um eine Idee zu gehen. Aber man muss schon sagen, in der Bevölkerung, also erstaunlicherweise in Norwegen, in der Schweiz erstaunlicherweise relativ wenig, zustimmen in Schweden auch. Man soll sich davon nicht zu sehr verwirren lassen, weil was die Leute genau darunter verstehen, ist nicht so richtig klar. Aber die Idee, irgendwas, es geht um was Neues, es geht um etwas. Und das führt natürlich manche Leute auf den Plan, die davon gar nichts halten. Ich bringe jetzt nur ein Beispiel von heftigen Gegnern.
erstaunlicherweise heftiger gegen als bei der Gewerkschaft Verdi. Verdi hat vor wenigen Monaten ein Diskussionspapier veröffentlicht. Ich habe den Link hier auch drin stehen. Bedingungsloses Grundeinkommen, eine soziale Alternative. Und Verdi ist natürlich der Auffassung, natürlich. Na, warum eigentlich? Aber naja, sind einfach dagegen grundsätzlich. Sie sagen ja, das kostet 1 Million. Man hat einfach mal gerechnet. 1.000 Euro im Monat mal 12 Monate mal 80 Millionen. Schon landen wir bei 1 Billion. Also da ist ja praktisch das ganze Geld. Also ein soziales, das sei jetzt, das ist die Annahme, ein linkes Grundeinkommen, würde so viel kosten wie der gesamte Sozialstaat, wie Bund, alle Länder und Gemeinden ausgeben. Ja, so die Staatsquote würde auch von 44 auf 70% steigen. Muss man sich, Sie haben die Idee, dass jetzt dieses Grundeinkommen auf alles noch obendrauf kommt. Also sonst mit gar nichts verrechnet wird. Eine erstaunliche Betrachtungsweise, aber immerhin, kann man ja machen, haben Sie eine Rechnung angestellt. Das ist mehr, also man würde früher sagen, eine sogenannte Milchmädchen, aber eine komplexe Milchmädchen, also hat mehrere Sachen multipliziert. Das ist mehr so eine Aufgabe, ich würde sagen, gehobene Unterstufe. Aber immerhin, die Verdi-Referenten, ich habe mit denen auch diskutiert, die fanden, das war, stimmt, meistens auch rechnerisch stimmt das, in der Tat, 1000 mal 12 mal 83, das ist keine sehr komplizierte Rechnung, da landet man bei etwa 1000 Milliarden. Nur schlägt kein Mensch sowas vor. Aber das haben die gesagt, weil deshalb meinen sie, es gibt andere, seriösere Überlegungen. Hier ein interessantes Buch, das ist gerade frisch erschienen. Eine Initiative nennt sich meingrundeinkommen.de. Das ist eine ganz auch von Götz Werner unterstützte Initiative, ein Verein, gemeinnütziger Verein, der Spenden einsammelt, um Menschen ein Grundeinkommen zu ermöglichen. Und die haben jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, in der sie der die Initiatoren, vor allem Michael Bohmeier, der das Ganze in die Welt Leben gerufen hat, mal herumgereist ist und mit Menschen gesprochen hat. Und Frau Kornelsen ist eine gute Autorin, war dabei und hat das Ganze dann eben schön aufgeschrieben. Wie wird sich das Leben ändern, wenn es ein Grundeinkommen gäbe? Und dieses Buch kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Es ist, ich habe das selber jetzt vor gar nicht langer, ganz vor kurzem erst mal komplett gelesen und ich war ganz beeindruckt, weil es ist jetzt kein wissenschaftliches Werk, es ist mehr journalistisches Werk. Aber es ist faszinierend, weil Sie sehen, was das damit mit den Menschen macht. Also die bekommen nur ein Jahr das Grundeinkommen. Das ist so eine Art Lotterie rechtlich, sodass es auch nicht als steuerpflichtiges Einkommen gerechnet wird, sondern als Gewinn gerechnet wird. Wiederum für Hartz-IV-Empfänger sehr schlecht, weil die müssen es, denen nützt es gar nichts, denen wird es komplett angerechnet. Aber es ist trotzdem interessant, was es mit den Menschen macht. Also was macht so eine Grundsicherheit, und auch wenn sie befristet ist mit den Menschen, worüber denken sie nach? Also wie verändert sich ihr Verhältnis zum Geld? Und das ist faszinierend. Also Fragen, die plötzlich aufkommen. So ein Stichwort aus diesem Buch, Selbstfürsorge. Achte ich denn genügend auf mich selber? Achte ich auf das, was ich eigentlich wirklich will? Ist mein Leben das, was ich führe, das Leben, was ich eigentlich wirklich führen will? Oder führe ich es nach ganz anderen Kriterien, die andere für mich formulieren? Und das sind ja Fragen, die haben natürlich nicht nur mit Geld zu tun. Das hängt ja auch von vielen anderen Faktoren. Das merkt man auch in dem Buch ganz schön. Viele sind ja ganz stark, jeder von uns ist ja geprägt durch seine Eltern, durch seine Herkunft, durch Ideen, die wir uns angelesen oder angeeignet haben. Und da kommt unser ganzes Weltbild kommt zusammen. Das hat natürlich auch was zu tun. Und unser Weltbild hat zu tun auch mit dieser Idee des Grundeinkommens. Verdiene ich überhaupt ein solches Geld? Oder bin ich nur dann, kann ich nur dann zufrieden sein, wenn ich wirklich viel Leistung erbracht habe? Also verdiene ich überhaupt ein Geld, was mir einfach geschenkt wird, was mir einfach zusteht? Und solche Fragen diskutieren Sie und das finde ich sehr lesenswert. Also ich kann es Ihnen empfehlen, schauen Sie es an und dann denken Sie selbst nach. Denn einen Moment innehalten, wozu überhaupt ein Grundeinkommen? Man könnte sich ja vorstellen, dass wir bestimmte Ziele, ja welche, Armutsverhinderung und so weiter, auch erreichen, ganz ohne Grundeinkommen. Ja, zum Beispiel Norweger und die Schweden sind gar nicht für ein Grundeinkommen. Ne? Vielleicht geht es auch ohne Grundeinkommen, vielleicht brauchen wir das gar nicht. Also deswegen nochmal einen Schritt zurück und schauen das Ganze mal ein bisschen von außen an. Ein bisschen systematischer. Wir Wissenschaftler haben ja den Vorteil, dass wir ständig freie Zeit haben. Auf der Terrasse sitzen, in die Sonne gucken, wie in Arkadien herumschlendern und uns Gedanken machen. Naja, so oft ist das nicht der Fall, aber jetzt haben wir Zeit, uns Gedanken zu machen, diskutieren auch und ist auch vielleicht gar nicht mal so schlecht. Natürlich müssen wir auch jetzt wie jetzt damit rechnen, dass dann der eine oder andere von Ihnen uns anschreibt. Sehr willkommen, schreiben Sie mich an, schreiben Sie uns an und sagt, das stimmt überhaupt nicht, ich habe falsche Zahlen. Naja, dann schreiben Sie. Also mal ein bisschen Systematik, Wohlfahrtsregime.
Das ist jetzt eine Idee, die ist auch für meine Studierenden, denen ich da mit sowas traktiere, immer nicht so einfach zu kapieren. Ich versuche es Ihnen mal in einfachen Worten zu sagen. Die Idee dieses Modells, sogenannte Typ der Wohlfahrtsregime, stammt nicht von mir, sondern von einem Kollegen, Gösta Esping Andersen, ein dänischer Sozialwissenschaftler, der seit vielen Jahren in Barcelona lehrt. Er ist damit sehr bekannt geworden. 1989 hat er die ersten Fassungen davon veröffentlicht, jetzt also auch schon fast 30 Jahre her. Und diese Grundidee ist eigentlich ganz einfach. Er sagt, könnte es sein, dass je nach gesellschaftlichem Typus, also grundsätzlichem Politiktypus, auch unterschiedliche Formen der Organisation der Sozialpolitik stattfinden. Also Regulierungsformen, sagt man das, oder noch moderner Governance-Typen, Steuerungstypen. Da kam auch was Interessantes. Ich kann jetzt die Genese davon, ja, das sogenannte nennt man Cluster-Analyse, er hat gemacht, er hat viele Daten aggregiert, hat verschiedene Daten aus verschiedenen Wohlfahrtsstaaten, nur europäische Wohlfahrtsstaaten der ersten Runde, mittlerweile hat er es auch weltweit ausgeweitet, untersucht und kam damals auf drei Typen. Die liegen relativ nahe, also weil man kann sich fast schon denken, ein liberaler Typus, ein sozialdemokratischer oder sozialistischer Typus und ein konservativer Typus. Die finden Sie jetzt in dem Schaubild und dann habe ich noch einen in meiner Arbeit. Und zwar kam ich darauf, weil ich dann nämlich die Schweiz untersucht hatte. Mit einigen Kollegen zusammen im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, der Gewerkschaftsnahen Stiftung, haben wir dann auch eine große Tagung und auch ein Buch gemacht. Da habe ich zusammengearbeitet mit dem damaligen Präsidenten der Schweizer Vereinigung für Sozialpolitik, Erwin Carigé. Und da haben wir, und da kamen wir, als wir die Schweiz genau untersuchten, kam mir dann so die Idee, vielleicht stimmt das mit dem Wohlfahrtsregime-Typen noch nicht so ganz, muss es noch einen weiteren Typ geben. Es gibt auch andere Vorschläge, aber ich habe dann diesen Typus Garantismus vorgeschlagen. Halte ich nach wie vor für eine gute Idee. Nämlich, dass wir, und weil es eine Theorie ist, es tut mir jetzt leid, dass ich sehr ein bisschen auf so einen Theorieweg mitnehmen muss, aber man muss sich die Gesellschaft ja auch wie so eine Art Denkmodell vorstellen. Und ich will es versuchen, einfach zu sagen, im liberalen Denkmodell ist die Idee, dass im Zentrum eigentlich der Markt steht. Ja, dominante Form der sozialstaatlichen Steuerung, Markt. Markt ist zentral, das kommt dann nachher, wir kommen noch bei den Werten. Die Idee für die Liberalen ist eben, Leistung muss im Zentrum sein. Und der Markt richtet das auch dann. Und das ist eben so, wenn Sie bei einem Liberalen das Wort Markt sagen, dann leuchten da meistens die Augen. Das ist, ich mache seit vielen Jahren Politikberatung. Es gibt natürlich auch ein paar Linksliberale oder dann gibt es mal ein paar Liberale, die mehr so Rechtsstaatsliberale sind. Da ist es mit Markt nicht so ausgeprägt. Da ist das Freiheitsmoment zentral. Aber sozialpolitisch gesehen ist der Liberale doch sehr stark marktorientiert. Vollbeschäftigung soll der Markt richtungsehre individuelle Sicht auf das Ganze. Die USA ist ein Prototyp dafür. Natürlich gibt es auch in den USA nicht nur Marktsteuerung. Es gibt da auch Kalifornien, es gibt da auch Linke dort. Die Welt ist widersprüchlich. Wir reden jetzt von, also was ich jetzt Ihnen sage, auch Esping Andersen, wir reden vom sogenannten Idealtyp. Idealtyp ist nicht der Realtyp. In Wirklichkeit, die Wirklichkeit ist eben gemischt. Dennoch kann man es wie mit Nord, Süd, West und Ost. Ja, mein Gott, natürlich gibt es Norden. Aber das meiste ist Richtung Norden. Ja, natürlich, wenn Sie um ein Schiff unterwegs sind, ist es gut, wenn Sie Richtungen genau wissen und nicht nur ungefähr. Aber vor allem, wenn Sie mitten auf dem Meer sind. Aber auch da ist es wichtig zu wissen, was ist eigentlich das Kern des Liberalen. Das Sozialistische, Sozialdemokratische hat einen anderen Duktus. Das hat einen Duktus, der sehr stark auf Gleichheit orientiert ist. Und die Idee ist, dass der Staat über die Idee des Rechts, also Recht als der große Gleichmacher, jeder soll vor dem Recht gleich sein, dass der Staat eben die Gleichheit der Bürger herstellt durch Recht. Das ist die Idee, diese sozialdemokratisch-sozialistische Idee. Es kommt noch eine zweite Sache dazu, das ist eben lebensleben kompliziert, dass die Herstellung dieser Rechtsgleichheit im Sozialen gelingen soll, weil, da muss man nochmal die Theorie dahinter sehen, das Grundproblem ist der Klassengegensatz im sozialistischen Denken, Kapital versus Arbeit. Und die Idee ist, dass der Arbeiter, indem er zum Rechtssubjekt wird und im Sozialstaat, wird er das, indem er eben Arbeit als Arbeitnehmer mit Arbeitnehmerrechten ausgestattet wird und dann den Sozialstaat als Proletarier, sozusagen in der sozialistischen, kommunistischen Variante, übernimmt. Die Proletarier übernehmen die Macht im Staat, die Arbeiterklasse übernimmt die Macht, das ist die Fantasie jetzt im ganz linken Bereich, haben sie auch gemacht. Wir haben solche Beispiele ja
genügt. Wir sehen zuletzt in Nordkorea. Ist natürlich die Frage, ob man da unbedingt leben will. Aber die Idee ist sozusagen schon die, dass sozusagen dann eine Arbeiterpartei die Macht im Staat übernimmt und dann eben die Gerechtigkeit, die Gleichheit qua Staat herstellt. Im konservativen Modell eine völlig andere Denkweise. Im konservativen Modell denkt man überhaupt nie wieder, ist auch das Marktprinzip nicht entscheidend. Es gibt natürlich, Konservative haben auch eine Marktaffinität, aber im Zentrum des Konservativen steht eben was ganz anderes, steht eben die Gemeinschaft. Da steht eben im Wesentlichen das klassische Kinder, Küche, Kirche, hieß es früher, eben Kinder, die Familie und Küche natürlich auch, die ist aber auch patriarchal gedacht, die Familie zentral, dann die Nation zentral und ganz, ganz wichtig, die ständische Herkunft. Das wird oft übersehen, also eine ständische Vorstellung der Gesellschaft, Berufsgruppen. Die Gesellschaft soll in Berufsgruppen organisiert sein, das ist die Idee. Und weil sozusagen diese Positionierung des Einzelnen in so eine soziale Hierarchie, das ist etwas, wo die Leute das Gefühl haben, das ist natürlich. Also die Idee des Konservativen ist sehr stark geleitet von der Idee der Natürlichkeit. Also Familie ist eine natürliche Gemeinschaft. Völker, Nationen sind natürliche Gemeinschaften. Ständische Ordnung ist sozusagen die Natur, die den Menschen in die gesellschaftliche Gliederung einbaut. So, das ist die Idee. Und im garantistischen Modell wird noch mal eine andere Idee, nämlich da ist plötzlich die Menschenrechte zentral. Da ist die Idee, dass der Bürgerstatus und die am Bürgerstatus anschließenden Menschenrechte, dass die zum zentralen Punkt werden sollen. So, das wäre der garantistische Projekt. Also das ist natürlich ein sehr stark dann auf demokratische Prozesse setzende, Referendumsdemokratie setzende Gesellschaftskonzeption. Vier unterschiedliche Konzepte. Sie können sich vorstellen, es gibt natürlich Mischformen. Es gibt dann liberal-konservative, sozialliberale, es gibt Garantisten, die sich annehmen, wir holen das Beste aus allen anderen drei Systemen heraus. Also wenn Sie einer der drei, vier Parteien angehören, also das Garantistische finden Sie zum Beispiel sehr wohl auch im Rahmen der Grünen sehr häufig. Klar, weil die Grünen der Auffassung sind, wir sind nicht rechts, nicht links, sondern vorn, so hieß es früher mal. Oder wir wollen die Gattungsfrage beantworten, nicht bloß Gruppenfragen, wie die Konservativen, sondern Gattungsfragen. Also man könnte es garantistisch auch als eine grüne Sache sehen. Ich scheue mich das sozusagen, weil die Grünen selber das gar nicht so sehen. Ja, wenn Sie die meisten Grünen fragen würden, die sind gar nicht für ein Grundeinkommen, erstaunlicherweise. Also so einfach ist es nicht. Deshalb bleib ich bei diesen abstrakten Kategorien, weil die Wirklichkeit eben gemischter ist. Ich hoffe, Sie konnten mir noch ein bisschen folgen. Wenn nicht, wenn Sie mich jetzt nicht am Fernsehen zuhören, sondern im Internet und Sie haben mich nicht verstanden, kleinen Tipp, spulen Sie nochmal zurück. Naja, gut, das ist natürlich ein blöder Vorschlag, weil Sie wollen ja auch mal fertig werden. Ich auch. Jetzt gehe ich trotzdem mal einen kleinen Schritt zurück. Ich mache mal kurz die Einführung. Ich nehme diese vier Systeme, beschreibe ich jetzt nochmal. Es gibt nämlich jetzt nicht nur diese vier Regimetypen, es gibt in Deutschland auch erstaunlicherweise vier Systeme. Und die beschreibe ich nochmal kurz. Das Typische ist das Sozialversicherung. Sagen viele, das wäre das typisch deutsche, spezifisch deutsche Errungenschaft. Ja, also eine lohnbezogene Beitragserhebung, paritätische Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer und Äquivalenz von Beitrag und Leistung. Bismarcksches System, eingeführt sozusagen nach der kaiserlichen Botschaft 1881. Übrigens eine Botschaft gegen die nach den Sozialistengesetzen, wo die SPD verboten worden ist, Sozialdemokratie. Das ist die Idee Sozialversicherung. Dazu ein zentraler Gedanke. Ich zitiere hier aus einem Text von Franz Ruhland, lange Zeit Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Rentenversicherung, Schüler von Winfried Schmähl, dem großen Apostel der deutschen Nachkriegssozialpolitik, Vorsitzender des Sozialbeirats. Er hat mal auch in einem von mir herausgegebenen Buch einen sehr schönen Artikel geschrieben über zur Frage, warum eine Grundrente nicht funktionieren kann in Deutschland. Das war schon sein Lebensthema. Er ist immer gegen Grundeinkommen und für Sozialversicherung gewesen. Der Gedanke, nämlich Versicherungsprinzip, das auf der Äquivalenz von Beitrag und Leistung beruht. Na, sozusagen, jetzt will ich nicht in die technischen Details einstecken, aber er meint, man muss ja zwischen Individual- und Globaläquivalenz unterscheiden. Für Sie genügt, wenn die Summe der Beitragseinnahmen der Summe der in allen Versicherungsfällen gezahlten Leistungen entspricht. Die Individualäquivalenz, um die geht es, stellt auf die Relation von Beitrag und Leistung im einzelnen Versicherungsverhältnis ab. Und das Spezifische der Sozialversicherung sei eher, so meint Ruhland, dass zum Beispiel trotz unterschiedlicher Risiken Frauen und Männer oder Gesunde und Kranke den gleichen Beitrag bezahlen, anders als in der Privatversicherung. Das ist schon ein wichtiger Faktor. Das ist nicht wegzudenken.
Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Also diese Wegtypisierung des individuellen Risikos und die deswegen notwendige Versicherungspflicht sind wesentliche Unterschiede zwischen der sozialen und der privaten Versicherung. In Bezug auf die Krankenversicherung finde ich es vollkommen okay, Pflegeversicherung völlig zutreffend. In Bezug auf die Rentenversicherung auch interessant. Auch da gelten gleiche Bedingungen, mehr oder weniger gleiche Bedingungen für Männer und Frauen, Gesunde und Kranke. Aber der Grundgedanke ist, dass eben die Leistungen, die man bezieht, abhängen sollen von den vorherigen Beiträgen. Das ist die Idee. Das ist an sich auch kein schlechter Gedanke, aber der hat natürlich eine Reihe von Verwerfungen. Das werden wir gleich sehen, wenn wir uns die anderen Prinzipien anschauen. Das Sozialhilfeprinzip oder Fürsorgeprinzip. Das ist ein ganz anderes Prinzip, gehört auch zu Deutschland. Gezeichnet durch die Bedarfsorientierung am soziokulturellen Existenzminimum. Steuerfinanzierung, also nicht Beitragsfinanzierung, in der Regel aus kommunalen Haushalten, heute zunehmend auch aus Bundeshaushalt, Hartz IV zum Beispiel. Nachrangigkeit gegenüber sonstigen Vermögen, Einkommen und Unterhaltsansprüchen, also Subsidiaritätsprinzip, erst muss man selber für sich sorgen. Und eine Rückzahlungsverpflichtung zum Beispiel bei Unterhaltsvorschussleistungen. Wird oft in internationaler Debatte als Beveridge-Typ bezeichnet, eine bedarfsorientierte staatliche, staatsbürgerliche Grundversorgung. In Großbritannien eine wichtige Rolle, in Australien, Neuseeland, klar für britische Kolonien. Also Sozialwehr als Prinzip, Hartz IV ist das prominenteste Beispiel dafür heute. Dann gibt es aber noch zwei weitere Prinzipien. Das eine kennen Sie auch, das vierte werden Sie gleich merken, ist in Deutschland nicht so bekannt. Das dritte Prinzip, Versorgung. Das stammt eigentlich historisch aus der Kriegsopferversorgung, Veteranenversorgung und dann später aus der Beamtenversorgung. Da finden wir es auch. Also steuerfinanziert, das ist sozusagen gekennzeichnet durch eine sogenannte Ergebnisorientierung, man nennt es auch Finalprinzip. Und, aber wir haben es heute ausgedehnt, zum Beispiel auch auf den Bereich des Kinder- und des Elterngeldes. Auch die sind nach dem Versorgungsprinzip modelliert. Das heißt, Kindergeld bekommen Sie ohne Beitragsleistung vorher. Sie müssen jetzt nicht vorher einzahlen, um später ein Kindergeld zu bekommen. Elterngeld genauso. Elterngelder müssen zwar vorher ein Einkommen gehabt haben, aber ihr Einkommen hat überhaupt keinen systematischen, also finanziellen Zusammenhang zu der späteren Elterngeldleistung. Wird zwar im Gesetz steht es so drin, aber es wird überhaupt kein Beitrag aus diesem Einkommen abgeschöpft, um später diese steuerliche Leistung zu bekommen. Also erstaunlich. Versorgungsprinzip, Beamtenversorgung. Ich bin selber Beamter. Ich bin sozusagen in diesem System drin, aber die Mehrheit der Bevölkerung natürlich nicht. Und dann gibt es ein viertes Prinzip in Deutschland, sagen, alles gibt es überhaupt nicht, brauchen wir nicht. Die meisten meiner Kollegen an deutschen Hochschulen sagen, ja, das ist ein Prinzip, das ist eigentlich uninteressant, weil in Deutschland gibt es das halt nicht. Ne? In anderen Ländern, in Deutschland brauchen wir nicht. Aber ich finde, das ist ein hochinteressantes Prinzip, nämlich Volksversicherung oder Bürgerversicherung. Hatten wir übrigens in der DDR auch schon gehabt. In der Pflegeversicherung haben wir es in Deutschland ansatzweise auch, nämlich auf der Seite der Leistung. Da kriegen alle, privat oder gesetzlich versichert, die gleiche Leistung. Aber in anderen Staaten Europas haben wir es natürlich. In den Niederlanden haben wir es in der Alterssicherung, in der Schweiz vor allem, in Österreich haben wir es. Wir haben es übrigens in den USA, die größte Volksversicherung der Welt. Social Security ist die größte Volksversicherung der Welt, ist die Rentenversicherung der USA. Also es gibt sowas sehr wohl. Also alle Bürger, auch der Präsident, muss dort einzahlen. Es ist gekennzeichnet grundsätzlich durch eine universalistische, also universelle Ausrichtung und erwerbsarbeitsunabhängige Orientierung. Die an die Einkommensteuer angelehnte Beitragserhebung und die systematische Integration von Grundeinkommenselementen, je nach Land. Also gerade in Ländern wie Niederlande oder in der Schweiz haben wir eben eine Grundrente im System oder von vorleistungsunabhängigen Pauschalzahlungen. Und seit 2003 haben wir Deutschland, das ist seit 2003, schon eine Weile, haben wir eine Diskussion um die Bürgerversicherung, eigentlich in Deutschland merkwürdigerweise, verdanken wir leider der SPD, muss man sagen, und dem Teil dieser SPD-nahen Grünen, nur auf die Krankenversicherung bezogen. Nicht für die anderen Versicherungszweige wurde es nicht diskutiert bisher. Ich halte das für fatal, für verhängnisvoll. Ich habe das schon 2008 geschrieben, meine das immer noch. Hier nochmal ein systematischer Überblick. Sozialhilfe, Sozialversicherung, Versorgung, Bürgerversicherung. Ich habe unten dran geschrieben, dass die eine gewisse Affinität zu den Wohlfahrtsregimetypen haben. Sollte muss man aber aufpassen. Das ist nicht, soll man nicht zu eins zu eins sehen. Ne? Weil Sozialversicherung ist sozusagen eigentlich von Konservativen eingeführt worden. Wird jetzt erstaunlicherweise in Deutschland vor allem von Sozialdemokraten verteidigt. Erstaunlicherweise. In anderen Ländern wird es von Sozialdemokraten gerade abgelehnt. Das ist sehr irritierend. Ja? Aber in Deutschland haben die Sozialdemokraten dieses konservative Modell bislang, es ändert sich gerade, also Heil, muss ich sagen, hat erkannt am Beispiel der Grundrente, dass da irgendwas schief läuft, aber die Partei insgesamt ist noch sehr auf Sozialversicherungstrip, mit der CDU genauso. Ne? Die könnte im Grunde mehr sich auf die Versorgung beziehen, weil es eigentlich ein konservatives Prinzip ist. Bismarck wollte damals, 1800,
81 Folgen, der wollte die Rentenversicherung nach dem Versorgungsprinzip ausrichten, aber konnte sich nicht durchsetzen in seiner eigenen Partei, in seiner eigenen rechten Partei, in Deutschlands Nationalen Partei. Und, aber es wäre eigentlich ein konservatives Prinzip, aber hat sich bisher, und dann Bürgerversicherung ist natürlich eigentlich ein garantistisches Prinzip, weil die ganze Bevölkerung einbezogen wird. Ich habe es nur mal in einem anderen Schaubild sehen, also Bürgerversicherung, Versorgung, Fürsorge, Sozialversicherung, die Grundprinzipien. Ich kann es jetzt nicht erläutern, wenn Sie das anschauen, sehen Sie, dass es eben Mischtypen gibt, die sind zwischen diesen Prinzipien und es gibt Leute, die sind idealtypisch. Ne? Also bei Sozialhilfe, klassischerweise Arbeitslosengeld 2 ist idealtypisch Fürsorgeleistung. So, jetzt habe ich ein bisschen auf dem Weg der Systematik geführt, natürlich eher für viele von Ihnen ein bisschen langweilig, ein bisschen dröge, aber man muss es verstehen, weil sonst verstehen Sie jetzt gleich den nächsten Schritt nicht. Wie kommt es dazu, dass unterschiedliche Modelle beim Grundeinkommen systematisch existieren? Die schließen nämlich an die unterschiedlichen Systemtypen an. Und deshalb bringe ich deshalb nochmal ein Beispiel, das ist mein eigener Vorschlag. Ich möchte sagen, ich habe auch eine Idee, Me Too sozusagen, auch eine Idee. Ich habe nämlich diese Idee gehabt, man könnte doch dieses Schweizer Modell der Sozialversicherung, also der dortigen Rentenversicherung, mal auf alle Einkommenssicherungssysteme übertragen. Die haben ein ganz einfaches Modell, die Schweiz. Die haben nämlich einen einheitlichen Beitragssatz, 10,1%, genau, 9,1%. Und die haben eine Grundrente und maximal das Doppelte. Alle Bürger müssen einzahlen, ihr ganzes Leben lang. Und da gibt man mindestens eine Grundrente oder maximal das Doppelte. Mehr gibt es da nicht. Ist gedeckelt nach unten und oben. Das heißt, die Äquivalenz ist von unten her gedeckelt. Also alle, die weniger gezahlt haben, werden angehoben. Und die viel gezahlt haben, werden abgesenkt. Und da gibt es eben 1:2. Das ist die Grundidee dabei. Und jetzt habe ich das mal übertragen auf das deutsche Modell. Und mal nicht bloß auf die Renten, sondern auf alle möglichen Sachen. Also Rente, Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kindergeld, Krankengeld, Ausbildungsgeld, also BAföG heute. Und natürlich auch eine Grundsicherung. Also für Leute, die sozusagen, die gar keine Ansprüche erstmal haben. Ich habe es mal grob überschlagen. Wir haben es noch nicht berechnet. Deshalb ist es eine reine Überschlagsrechnung. Aber wir kommen dann zum Beispiel auf einen Beitrag von 17,5% in diesem Modell. Vielleicht ist es nachher auch ein bisschen mehr. Hängt davon ab, was natürlich die genauen Werte sind, was der Mindestsatz ist, was der Höchstsatz ist. Wie man mit dem Thema der Wohnkosten umgeht, das will ich jetzt mal alles außen vor lassen. Das ist echt kompliziert, aber tun wir mal so, als würden wir so ein einfaches Modell einführen. 800, das ist nicht 1.000, bloß 800 Euro. Bei Rentnern immerhin schon 1.000 Euro, weil da habe ich einfach 20% Zuschlag genommen, weil natürlich da auch keine Erwerbstätigkeit mehr zu erwarten ist. Und maximal das Doppelte an Leistung. Und dann stellen wir erstaunlicherweise fest, wenn man auch Übergangszuschläge nimmt, man muss ja die bisherigen Ansprüche, die Altansprüche bedienen. Die kann man nicht einfach absenken, aber langfristig. Dann haben wir von 12 von 17%, also 2/3 aller Kosten für ein Grundeinkommen, gehen im Grunde an die Rentner. Das haben wir im Grunde auch schon festgestellt, als ich dieses Gutachten für das Modell von solidarischem Bürgergeld von Althaus berechnet haben. Auch da war so, dass der größte Teil der Grundeinkommenskosten an die Alten geht. Die aber heute ja ohnehin schon Geld bekommen. Vergessen Sie nicht, also wichtig, das sind erstmal idealtypische Kosten. Ein großer Teil davon wird ja heute schon verausgabt. Jetzt kommt es auf die Zusammenpassung altes und neues Modell an. Aber es ist auch nicht unendlich kompliziert, man kann das schon alles lösen. Die Grundidee ist bei diesem Modell, jeder bekommt eigentlich immer mindestens ein Grundeinkommen. Und da die meisten Leute irgendeinen Grund für ein Grundeinkommen haben, sind entweder krank oder alt oder sind in Ausbildung, sind Eltern oder so irgendwas, bekommen sie eben das Grundeinkommen. Und jetzt war die Idee, in meinem Modell, das hat eigentlich viele meiner Freunde haben das ganz blöd gefunden, haben gesagt, naja, also das wirklich Kritische beim Grundeinkommen normalerweise ist ja was mit jemandem, der einfach nicht arbeiten will, der also sich nicht arbeitslos melden will, der nicht krank ist, der nicht Eltern ist, der noch nicht alt ist, der einfach nicht arbeiten will. Dann sage ich, ja, behandeln wir den doch so, wie wir auch Studenten behandeln, heute schon. Also nicht alle, natürlich heute haben wir BAföG, Achtung, vergessen nicht, BAföG heute ist abhängig vom Elterneinkommen. In diesem Modell wäre es wie in Schweden unabhängig vom Elterneinkommen. Jeder würde BAföG im Höchstsatz zustehen, 810 Euro habe ich damals ausgerechnet, das könnte heute ein paar Euro mehr sein. Aber die Hälfte davon wäre Darlehen. Also wer sozusagen keinen Grund fürs Grundeinkommen hat, außer dass er Grundeinkommen haben will, bekommt eben trotzdem das volle Grundeinkommen, die Hälfte davon aber als Darlehen. Und dann muss er sie irgendwann zurückzahlen. Das gilt auch für Leute, ne? Also auch gibt es sogar ein partielles Grundeinkommen in dem Modell. Die Hälfte davon ist ja Zuschuss, die kriegen sie immer. Die andere Hälfte müssen sie, wenn sie keinen Grund haben, irgendwann zurückzahlen. Dann kommen meine Freunde immer sagen, ja, ist aber unverschämt. Dann stirbt da vielleicht jemand nachher mit Schulden. Darauf fällt mir immer eine einfache Antwort ein, sage ich, andere sterben mit Vermögen.
Ne? Und da kann man dann das Feld miteinander ausgleichen. Ne? Also nach dem Tod. Also da muss man nicht, weit muss man darüber diskutieren, weil natürlich, aber manche Leute, die haben ja dann vielleicht Schulden und kriegen plötzlich ein Erbe. Dann sind die Schulden auch wieder weg. Also und immerhin, also das war so mein Vorschlag. Aber es ist nur mein Vorschlag. Es ist ja nicht der Vorschlag des Zukunftslabors. Nur ich wollte offenlegen, was meine eigene Idee ist. Manchmal bin ich unsicher, ob es eine tolle Idee ist. Dann bin ich wieder mal, habe ich ein Gefühl, es ist doch eine gute Idee, je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Wir sind ja auch Menschen. Ja, sagen Sie, ich bin jemand, ich habe oft Ideen, aber dann denke ich, naja, vielleicht hat jemand eine bessere Idee. So gehen wir auch ins Labor ran. So, was ist also, wenn die Varianten des Grundeinkommens so vielfältig und komplex sind wie die Varianten der bisherigen Formen der Sozialpolitik? Das ist die Frage. Also ich habe da nochmal verschiedene Varianten. Grundeinkommen, Sie haben die Grundtypen hier in dem Bild. Sehen Sie, Bürgerversicherung, Versorgung oder Fürsorge, Sozialversicherung, Sozialhilfe. Also Versorgung und, Versorgung ist nicht Fürsorge, sondern Sozialhilfe ist Fürsorge. Jetzt habe ich mal in diesem Schaubild, ist auch schon ein paar Jahre alt, aber auch vielleicht gar nicht so blöd, mal diese Grundtypen mit Grundeinkommensmodellen in Verbindung gestellt. Also zur Bürgerversicherung gehört eine Grundeinkommensversicherung. Bei Versorgungsmodellen wäre ein klassisches Grundeinkommen, technisch nennt man es auch Sozialdividende, also jemand bekommt das Geld einfach ausgezahlt und dann muss es irgendwie später verrechnet werden. Oder bei der negativen Einkommensteuer, ich bekomme eben dann Geld, wenn ich zu wenig Einkommen habe. Also es ist wie ein Sozialhilfeprinzip, aber natürlich viel freier. Klar, Bürgergeld bekomme ich ja auf jeden Fall. Muss ich keine Verhaltensauflagen, keine Sanktionen befürchten. Und Grundsicherung wäre eben ein Grundeinkommen, was innerhalb der Sozialversicherung drin ist, aber natürlich bedarfsgeprüft ist. Das könnte man auch sanktionsfreier ausgestalten natürlich, dann wäre es mehr Richtung Grundeinkommen. Das war die Idee. Also diese Sache. Jetzt habe ich das Ganze mal überlegt. Ja, wenn wir das mal machen würden, jetzt stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt im Zukunftslabor mal die verschiedenen Modelle mal durchgehen und würden Evaluationskriterien anlegen. Was ich Ihnen jetzt zeige, Achtung, Achtung, Achtung. Das ist eine reine Work-in-Progress-Formulierung. Das ist eine tentativ heißt versuchsweise. Also ein Versuch. Ne? Ich habe das mal gemacht, ich habe das mal für einen Vortrag bei der Diakonie vor ein paar Wochen erstellt. Es ist noch nicht unser Ergebnis, kein Missverständnis. Aber damit Sie mal unseren Gedankengang verstehen, darum geht es mir. Also wir könnten jetzt mal rangehen und schauen uns diese Reformszenarien an und schauen Sie, wie wirken die auf, je nach Kriterien. Also wie sind die zu bewerten? Da werden wir auf was Interessantes kommen. Je nachdem, beim Thema Demografie zum Beispiel, ist mal ein Bürgergeld nicht das Schlechteste, weil es sehr minimalistisch ausgeprägt ist. Je nachdem, wie die demografische Entwicklung so ist, dass wir immer mehr Alte, immer weniger Junge haben, dann überfordert es die Staatshaushalte nicht. Grundeinkommensversicherung, die Schweiz auch. Die Schweizer Modell hat die Weltbank als das demografieresistenteste Modell bezeichnet. Also bei den anderen Modellen sehr viel mehr Ungewissheit. Also unsere Studie zeigt ganz eindeutig, Sozialversicherung extrem riskant, wie wir es heute ausrichten. Dann bei dem Thema Digitalisierung ähnliche Befunde. Nicht ganz so extrem für die Sozialversicherung, aber auch sagen wir mal, ambivalent. Auch Bürgergeld kommt da sehr gut weg bei beiden Modellen. Beim Thema Armut aber sieht es ganz anders aus. Da kommt das Bürgergeld im Modell nicht so gut weg. Andererseits, auch da komme ich ins Nachgrübeln, Bürgergeldmodell, Tax-Credit-Modell in England scheinen in den letzten Jahren, gerade neue Befunde gelesen, erstaunlich erfolgreich zu sein. Andererseits gibt es in England auch sehr viel Armut. Sehr schwer zu beurteilen. Müssen wir genauer hingucken. Na, wissen wir noch nicht. Lebensstandardsicherung. Da ist natürlich ein Modell wie Sozialversicherung viel besser als ein Bürgergeldmodell. Das ist klar, weil es systematisch lebensstandardsichernd sein soll. Grundeinkommensversicherung ebenfalls. Beim Thema Migration auch ein Kriterium. Auch ist, wie geht ein solches Sozialmodell mit Migration um? Zieht es Leute an? Welche zieht es an? Trägt es zur Integration bei? Auch da. Grundeinkommensversicherung meiner Meinung nach sehr resistent, Sozialversicherung nicht günstig, Bürgergeld günstig. Inklusion überhaupt, auch Menschen mit Beeinträchtigungen. Wie werden die herangezogen? Werden die gut behandelt, schlecht behandelt im System? Umverteilungsaspekte auch nicht unwichtig. Für manche Leute natürlich ganz unwichtig, die sagen, wir wollen keine Umverteilung. Die natürliche Verteilung ist uns recht. Wer viel hat, soll viel behalten. Aber andere sagen genau das Gegenteil. Ich würde auch dazu gehören sagen, also Umverteilung ist aus demokratischen Gründen durchaus angemessen. Also natürlich nicht komplett 1:1, aber so, da gibt es auch unterschiedliche Modelle. Wie ist das Ergebnis? Nochmal, das ist jetzt sehr vorläufig. Das kann, wenn wir das alles durchdacht haben, in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr zu anderen Ergebnissen kommen, wenn wir auch genauere Zahlen haben. Aber so gehen wir vor. Also wir wollen nicht abstrakte Ideen, sondern ganz konkret die Modelle anhand bestimmter Evaluationskriterien durchgehen. Und jetzt komme ich praktisch zur letzten Folie. Jetzt habe ich das Ganze nochmal neu durchdacht. Jetzt schauen wir uns die Modelle nochmal an. Ja,
Kann es möglicherweise Konvergenzen geben? Gibt es da vielleicht gemeinsame Nenner zwischen diesen Modellen? Also können wir auf was Gemeinsames kommen? Auch da, Achtung, meine lieben Freunde, im Zukunftslabor, in der Landesregierung und Co., das ist noch keine endgültige Idee. Das sind nur mal ein Gedanken, ja? Überlegungen. Ja, wir sind ja, ich muss ja mit Ihnen diskutieren. Ich möchte auch, dass Sie eine Rückmeldung geben. Ich bin selber am Nachdenken. Ne? Wir haben diese vier Grundmodelle nochmal. Modell 1, Grundeinkommen ist Typ 1. Negative Einkommensteuer oder Tax Credit nennen wir es auch international oder Bürgergeld. Modell 2, Sozialdividende, das ist das, was die Leute immer als bedingungsloses Grundeinkommen bezeichnen. So bedingungslos selber mag ich nicht so gerne, weil natürlich immer irgendwelche Bedingungen dahinter stecken, sei es Staatsbürgerschaft oder irgendwas. Aber die Idee ist natürlich, dass man das bekommt, ohne dass man irgendwas offenlegen muss. Einfach so. Und dann wird es eben, ne? Denn die Modell 3, der konservative Modell, eher Sozialversicherung und dann eingebaut eine Grundsicherung. Klar, man will ja auch die Leute nicht verkommen lassen. Und Modell 4, die Grundeinkommensversicherung. Das ist die Schweizer Idee, die ich persönlich durchaus favorisiere. Vier Prinzipien, eine Erläuterung dazu beim Grundeinkommensmodell 1, Negativsteuer. Da spielt eine große Rolle natürlich die private, also immer private Vorsorge gedacht, betriebliche Vorsorge. Sozialversicherung, ja, können schon dazukommen, haben die Liberalen, je nachdem, wen sie fragen, nichts dagegen, aber meist nicht sehr leidenschaftlich dafür. Also Liberale sind keine großen Sozialversicherungsbefürworter. Also eher private Fürsorge, Negativsteuer. Die sozialistische Fraktion, ob bei den Grünen oder wo auch immer, oder Götz-Werner-Idee, das würde er vielleicht gar nicht so gerne hören, aber es ist im Grunde Sozialbedende eher ein sozialistischer Typus. Da gibt es natürlich auch die Variante mit dem partiellen Grundeinkommen, habe ich schon angesprochen. Ne? Also die Finnen haben das gemacht, Kindergeld macht sowas. Ne? Oder Existenzsichern, da kann ich natürlich sagen, was ist Existenzsichern? Heutige Sozialbedende, wo 800 paar zerquetschte, 810, 15, 20 Euro, oder muss es 1200 sein? Ne? Das hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Finanzierung. Ne? Sozialversicherung mit Lebensstandardsicherung, sehr wichtig, und die Grundsicherung bedarfsgeprüft im dritten Modelltypus. Und während beim Grundeinkommenstyp, Grundeinkommensversicherung, da haben wir Prinzip Bürgerversicherung, finanziert über eine Sozialsteuer, so eine Mischung aus Steuer und Beitrag, wie die Schweiz das macht, und dann kommt ergänzende betriebliche und private Vorsorge drauf. In der Schweiz ist zum Beispiel, in Holland, ist die betriebliche Vorsorge Pflicht. Es muss sich jeder betrieblich vorsorgen, sodass dann die Lebensstandardsicherung noch über eine betriebliche Vorsorgekasse funktioniert. Jetzt kann man sich vorstellen, diese Modelle auch zu kombinieren. Sie können zum Beispiel aus dem sozialistischen und dem konservativen Typus diese Garantiesicherung destillieren, was Robert Habeck zum Beispiel vorgeschlagen hat. Der grüne Vorsitzende, bedarfsorientierte Grundsicherung, also wie jetzt eigentlich, aber danke. Aber mit ohne Sanktion, also sanktionsbefreit. Oder man kann sich vorstellen, einen anderen Typus einzuführen, das wäre der Mischtypus 2, ein Teilgrundeinkommen, Typus Kindergeld und eine Grundeinkommensversicherung, auch eine Möglichkeit. Na, über sowas müssen wir nachdenken. Also ich möchte, über sowas denken wir auch nach. Labor muss experimentieren. Jetzt letzter Gedanke, Soziallogik, was steckt dahinter? Und das ist, da komme ich jetzt auch in Richtung Schluss meines Vortrages für heute. Hinter dem Grundeinkommenstypus 1, da steckt eben die Leistungslogik, die Lohnlogik, wie man das auch nennen kann. Im Grundeinkommenstyp 2 steckt eine Gleichheitslogik, alle sollen das Gleiche kriegen. Und je mehr höher das Grundeinkommen, umso gleicher die Gesellschaft, das ist die Fantasie. Hinter dem Grundeinkommenstyp 3, da steckt eine Kombi-Idee, nämlich Bedarfslogik eigentlich im Zentrum, Bedarf, was braucht der Einzelne? Aber mittlerweile, die Konservativen sind ja auch durchaus am Liberal sehr viel aufgesogen, Leistung und Bedarf wollen sie kombinieren. Und im Grundeinkommensversicherungstypus, da ist man, ich habe das früher immer nur Teilhabelogik genannt, man kann es aber auch Befähigungslogik nennen, also ein berühmter Nobelpreisträger für Ökonomie, Amartya Sen, hat es mal als Capabilities Approach, Befähigungsansatz bezeichnet. Also das ist nämlich, weil nämlich Teilhabe immer zwei Seiten hat. Das eine ist, dass die Gesellschaft dem Einzelnen die Teilhabe garantieren soll, aber der eine oder andere muss sie natürlich ergreifen. Es nützt ja nichts, wenn ich Meinungsfreiheit als Beispiel habe, aber ich sage nichts. Dann habe ich zwar eine Meinung, aber keiner kriegt sie mit. Dann ist natürlich auch keine Demokratie nötig. Also das heißt, wir brauchen immer beide Seiten, der Einzelne zur Gesellschaft, die Gesellschaft zum Einzelnen. So, das sind jetzt die Modelle, mit denen wir arbeiten. Jetzt möchte ich zum Schluss noch ein bisschen was Nettes hinterherfügen. Zwei, finde ich, ganz kluge Sätze, die stammen aber nicht von mir, sondern eine von Erich Fromm. Erich Fromm hat einen Artikel geschrieben, psychologische Aspekte eines garantierten Einkommens. Das hat er schon 1966 geschrieben, war einer seiner letzten Texte. Ich habe diesen Text von ihm in einem Buch übernommen, also auf Deutsch.
was ich 1986 herausgegeben habe. Echt schon eine Weile her. Willkommen hier im Club der Alten. Und er hat aber ein paar sehr schöne Gedanken. Erich Fromm war ja Psychoanalytiker und Sozialwissenschaftler, gehörte zur Frankfurter Schule. Jude, ist dann auch ein säkularer Jude, ist dann in die USA geflohen vor den Nazis und hat einen sehr wichtigen Gedanken. Ich will den trotzdem mal vorlesen. Der Übergang von einer Psychologie des Mangels zu einer des Überflusses bedeutet einen der wichtigsten Schritte in der menschlichen Entwicklung. Eine Psychologie des Mangels erzeugt Angst, Neid und Egoismus, was man auf der ganzen Welt am intensivsten in Bauernkulturen beobachten kann. Eine Psychologie des Überflusses erzeugt Initiative, Glauben an das Leben und Solidarität. Tatsache ist jedoch, dass die meisten Menschen psychologisch noch immer in den ökonomischen Bedingungen des Mangels befangen sind. Während die industrialisierte Welt im Begriff ist, das hat er jetzt 1966, also vor über 50 Jahren geschrieben, im Welt im Begriff ist, in ein neues Zeitalter des ökonomischen Überflusses einzutreten. Aber wegen dieser psychologischen Phasenverschiebung, wichtiger Gedanke, sind viele Menschen nicht einmal imstande, neue Ideen wie die eines garantierten Grundeinkommens zu begreifen. Denn traditionelle Ideen werden gewöhnlich von Gefühlen, also von tiefen Emotionen bestimmt, die ihren Ursprung in früheren Gesellschaftsformen haben. Ich finde diesen Gedanken, also Erich Fromm hat damals vor Jahrzehnten, also es ist jetzt ein paar Jahre her, es war 1981, 82, als ich zuerst mal die Grundeinkommensidee überhaupt von ihr hörte. Ich habe von ihr auch durch Erich Fromm gehört, in seinem Buch Haben oder Sein, hat er so vage angesprochen, das ist schon sehr viel differenzierterer Ansatz von ihm. Das hat mich persönlich sehr überzeugt. Und es hat mich bis heute überzeugt, mich der Gedanke. Weil in der Tat diese Verhältnis von Mangel und Überfluss und von Großzügigkeit und Geiz, das ist so eine zentrale menschliche Polarität und in der bewegt sich auch unsere sozialpolitische Entwicklung. Und jetzt kommt noch ein zweiter Gedanke, noch deutlich philosophischer, nämlich Georg Wilhelm Friedrich Hegel, mein großes philosophisches Vorbild. Er hat nämlich einen sehr interessanten Gedanken gesagt. Er sagte nämlich, was ist eigentlich überhaupt der Staat? Wozu ist der überhaupt da, der moderne Staat? Und dann hat er in seiner Einleitung zu den Grundlinien der Philosophie des Rechts hat er argumentiert, dass der Staat eigentlich seine Begründung hat, indem er ein Reich der Freiheit ermöglicht. Ein schöner, typischer Hegelsatz. Dies, dass ein Dasein überhaupt Dasein des freien Willens ist, ist das Recht. Es ist somit überhaupt die Freiheit als Idee. Nicht so einfach zu verstehen, obwohl kurz. Aber die Idee ist sozusagen, dass die Idee des Staates, also der wahre Staat, ist der dieser Bestimmung folgt, nämlich das Recht als das Reich der Freiheit, was eben nicht nur Gleichheit herstellen soll, sondern indem es Gleichheit, indem es jeden sozusagen zur Möglichkeit seines freien Willens verhilft, selbst zum Reich der Freiheit wird. Und wenn man diesen Gedanken hat, das ist, also bei Hegel finden Sie das einfach auf einem ganz, ganz hohen, extrem hohen Niveau formuliert, der immer sein Böse, immer ein böses Vorurteil abbekommt, der werde preußische Staatsphilosoph, würde sozusagen den preußischen Staat rechtfertigen. Damit wird man ihm überhaupt nicht recht, sondern das ist der zentrale Gedanke. Und das sehe ich auch für den zentralen Gedanken beim Grundeinkommen. Wenn der Staat, der Sozialstaat, diese Aufgabe erfüllt, die das Reich der Freiheit als Möglichkeitsraum zu garantieren, dann erfüllt er seine Aufgabe. Ja, und wie macht er das? Jetzt kommt der Schluss, der ist ganz einfach, indem er auch einfache Prinzipien, also man muss es auch verstehen können. Freiheit muss man verstehen können. Weder Populismus für noch Populismus gegen Grundeinkommen, also gegen AfD ist gegen Grundeinkommen, es gibt noch ein paar andere Parteien, auch dagegen sind, hält meiner Meinung nach nicht. Und deshalb ist es einfach, man fragt die Leute. Und es gab mal 2016 eine Volksabstimmung in der Schweiz, die ging gegen das Grundeinkommen aus. Also könnte man sagen, schlechtes Ergebnis, also Niederlage, nein. Die wurde auch schlecht geführt, schlecht gemacht, schlecht diskutiert damals von den Leuten. Es gab eine Mobilisierung, aber mit völlig falschen Zahlen. Trotzdem ist es der richtige Weg. Ich meine, wenn es ein Grundeinkommen gibt, wenn es es jemals eines geben sollte, und ich bin überzeugt, wir kommen darauf hin, sollte es zumindest möglich sein, dass dieses Grundeinkommen in einem Referendum Bestand hat, dass man die Leute fragen kann. Und wenn das gelingt, dann sind die Leute auch dafür, dann vertreten sie es. Auch in der Schweiz kann man das sehr schön sehen. Was die Leute mal dann beschlossen haben, dazu stehen sie auch. Auch wenn man mal nicht immer mit allem zufrieden ist, aber wenn man es mal beschlossen hat als Gemeinschaft, dann steht man dazu. Und das schlage ich vor, das halte ich für richtig. Die Leute fragen, das wäre der Weg zum Grundeinkommen. Wie immer es dann ganz genau aussieht. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie auf diesem nicht ganz unanstrengenden Weg bisher mitgegangen sind. Gleich geht es noch in eine kleine Diskussion. Danke sehr.
Ja, super. Ja. Perfekt. Ja. Ja, vielen Dank für deine Vorlesung im Internet, aber auch hier konnte ich es ja live verfolgen. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht und hätte noch ein paar Fragen zu einzelnen Folien oder zu Aspekten, die du genannt hast. Und würde einfach mal anfangen, wenn es okay ist. Ich wusste, das wären aber nicht nur Fragen, sondern kritische Fragen, die mich provozieren sollen. Ja, natürlich. Ah, okay, gut. Ja. Okay, legen wir los. Ja, wir haben ja in unserem vorherigen Projekt, in dem Zukunftsszenarien in der Altenhilfe, auch schon mal die Nachhaltigkeitsziele angesprochen. Du hattest da ja auch eine Folie mit den SDGs. Und da habe ich mir eben die Frage gestellt, was kann eigentlich das Grundeinkommen jetzt nochmal genau... Meinst du diese Folie hier? Nee, in der Folie 3, 4, das war ganz am Anfang, wo diese verschiedenen SDGs aufgelistet waren. Da hattest du auch einige eingekriegt. Reist. Ja, sehen wir gleich. Mhm. Ja. Genau, jetzt kommen wir ran, genau. Da würde mich einfach nochmal interessieren, wie jetzt dein Konzept des Grundeinkommens dazu beitragen könnte, die Nachhaltigkeitsziele für Deutschland zu erreichen. Naja, also ich glaube, man muss sich bewusst machen, dass die Nachhaltigkeitsziele so eine Mischung sind aus einerseits kleinster gemeinsamer Nenner, in der Mengenlehre oder größter gemeinsamer Vielfacher, ich glaube, so heißt es, ne? Ja, klar. Ne? Also es ist irgendwie eine Mischung aus beiden. Darum werden sie auch so ambivalent wahrgenommen. Es ist ein Versuch, einer Weltgemeinschaft der Vereinten Nationen eine zum ersten Mal ökologische und soziale Ziele in eine einigermaßen systematische Verbindung zu bringen. Und das, da darf man natürlich nicht akademisch zu penibel sein, sondern es ist erstmal teilweise auch widersprüchliche Auflistung. Eigentlich sollte man nie vergessen, hinter diesen Zielen stehen natürlich ein komplexes Set an Unterzielen, ne, mittlerweile 117 Ziele, 169 Unterziele, ja, richtig, ne, und mittlerweile 380 Indikatoren oder so irgendwas. Also wir haben also eine ganze Palette und die werden auch verfolgt von den statistischen Behörden. Es gibt dazu eine Review-Kommission, es wird also regelmäßig beobachtet. Und wenn wir jetzt mal uns auf den Fokus keine Armut konzentrieren, dann ist natürlich der Gedanke für viele in den entwickelten Ländern, zu denen wir ja hier zum Glück zählen, ja, uns betrifft das ja eigentlich gar nicht. Mhm. Na, das ist ein typisches Problem der sogenannten dritten, vierten Weltstaaten. Dann gibt es aber eine Menge Organisationen, die sagen, nein, so ist es nicht. Wir haben auch bei uns in Deutschland, wir haben auch in Europa, haben wir Armutsphänomene. Mhm. Und da ist jetzt genau der Streit. Und das ist sowas, ich sehe ja, also einerseits sind solche Entwicklungsziele schlichtweg normative. Das sind sowas wie, sag mal, Deutungsideen, das sind Vorstellungen, wie könnte eine Gesellschaft sich entwickeln. Und die können, wenn entsprechende Akteure dahinter stehen, die das auch vertreten, die dafür kämpfen, dann können die ein Potenzial entfalten. Und insoweit sehe ich das auf dieser Ebene. Und ich glaube, die Bedeutung jetzt für unser Thema sehe ich, dass ich sozusagen mich als Sozialpolitikwissenschaftler, wenn ich in der Rolle Sozialpolitikwissenschaftler im Zukunftslabor bin, eben permanent die Frage stelle, wir machen das als Team, ne? Mhm. Ja, wie steht es zum Thema anderen Nachhaltigkeitszielen, was die anderen Leute in den Sozialpolitikleuten überhaupt nicht stellen. Also meine Erfahrung seit Jahrzehnten, ich mache seit Jahrzehnten diese Arbeit, diese Zehen sind vollkommen voneinander separiert. Wenn du mit Sozialpolitikleuten, mit Gewerkschaftern, mit Leuten redest, die sich mit den Renten, mit all Armut, die interessiert sich für Nachhaltigkeitsfragen. Persönlich vielleicht, aber nicht institutionell. Und da sehe ich die Hauptaufgabe, dass wir überhaupt versuchen, da immer wieder ein Bewusstsein zu wecken, wo die Zusammenhänge bestehen. Also da sehe ich die Hauptaufgabe. Ich sehe die erstmal in einer normativen Kraft einerseits, wenn man mit Habermas spricht, einer sozusagen normativen sozusagen Zurechnung von institutionellen Regulierungen auf Ideen, die man sonst nicht zurechnet. Mhm. Und das ist eine Aufgabe, das ist unser Job als Wissenschaftler. Ja. Also würdest du schon sagen, dass diese Modelle eines Grundeinkommens erstmal der Start sind, um dann eine Ausstrahlung auch auf andere SDGs zu haben? Ja, also wie jetzt zum Beispiel Energiearmut zu lösen oder SDG 2, ja, kein Hunger. Ich sehe es dialektisch, also ich sehe es umgekehrt auch. Ich gebe völlig recht, aber ich sehe die andere Seite auch. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über Grundeinkommen nachdenken, verschiedenste Varianten, müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, ja, wie kannst du das Problem der Energiearmut real gut lösen. Und da gibt es, das ist sehr interessant, das haben wir auch vor einiger Zeit ja auch in einem anderen Vortrag gemeinsam formuliert, zum Beispiel wie Inspiration zu ziehen aus manchen Regelungen, die ganz andere historischen Hintergrund haben. In Italien zum Beispiel gibt es ein Grundrecht auf eine gewisse Grundenergie.
Ja, also das kann man sich ja auch vorstellen. Man muss ja nicht alles nur durch Geld lösen. Ja. Ne? Das ganze Thema Wohnen zum Beispiel. Natürlich kannst du über Grundeinkommen den Leuten versuchen, Geld für Wohnen zu sicherzustellen. Aber wenn die Wohnungspreise explodieren, wenn es nur noch privatisiertes Wohnen gibt, wenn es keine Genossenschaften gibt, keine öffentlichen Wohnungen, dann wird dein Grundeinkommen immer hinterherhecheln. Also die Kunst wird darin bestehen, diese unterschiedlichen Ziele in komplexen Politiken, aber verständlich zu kombinieren. Mhm. So sehe ich das. Deshalb, also gerade beim Beispiel Energie, sehe ich diese Wechselseite. Also einerseits, ich gebe dir recht, wir müssen das so rum reflektieren, was bedeutet Grundeinkommen für Energiepolitik, aber auch umgekehrt, was kann innerhalb der Energiepolitik, nur als ein Beispiel, geleistet werden, um dieses Prinzip der Grundeinkommens, dieser Grundsicherheit zu berücksichtigen. Mhm. Ja, sehr gut. Okay. Sehr gut. Ja. Danke für die Note. Okay. Tue ich mich erstmal mit zufrieden geben. Ja, jetzt kam ja gerade eben auch heraus, ja, der Ländervergleich, welches Land die SDGs sehr gut erfüllt oder auf dem Weg ist dazu. Da liegt Schweden ganz weit vorne im Jahr 2019. Deutschland ist auf Platz 6. Jetzt habe ich in deinen vier Konzeptionen der sozialen Nachhaltigkeit gesehen, dass Schweden als Länderbeispiel für den Typus sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat ist. Aber es ist eine enge Konzeption der sozialen Nachhaltigkeit bedeutet. Wie kann das sein, dass jetzt Schweden vor uns ist, wenn es doch eine enge Konzeption verfolgt? Ein großes Feld. Ich will es versuchen, auf eine einfache Formel zu bringen. Das sind Idealtypen, die aber mit der Wirklichkeit, also die Wirklichkeit ist komplexer. Also mal als Beispiel Schweden. Der gute Esping Andersen hat den schwedischen Sozialstaat auch als Modell genommen, damals für seinen sozialdemokratischen Typus, hat aber diesen sozialdemokratischen Typus in seinen Schriften, in seinen Three Worlds of Welfare Capitalism, so beschrieben, dass man eigentlich denkt, er meint Garantismus. Also er hat einen sozialdemokratischen Typus als einen bürgerrechtlichen, er nennt es noch einen Begriff, den habe ich jetzt hier nicht verwendet, aber dekommodifizierend. Also das heißt, möglichst viele Überlebensrisiken oder Chancen, Teilhaberisiken außerhalb des Arbeitsmarktes zu fördern. So hat er den sozialdemokratischen Typus beschrieben. Was damit zusammenhängt, dass die Schweden es tatsächlich damals gemacht haben, in den 70er und 80er Jahren, da haben sie tatsächlich den Arbeitsmarkt so geframed, so gerahmt, dass du hast gerade damals 8 Jahre Arbeitslosengeld in Schweden. 8 Jahre. Das heißt, der Arbeitsmarkt hatte keine repressive Funktion, sondern es war eine Vollbeschäftigungszeit. Na, das heißt, der Arbeitsmarkt war nicht ein Problem, aber die dahinter steckende Grundidee war es natürlich trotzdem. Und in Krisenzeiten tauchte die wieder auf. Ich habe jetzt sozusagen in meinem, also in der Tat ist Schweden zwiespältig. Schweden hat, und das haben wir auch nicht vergessen, Schweden, er hat danach, bekam in den 90er und 2000er Jahren immer wieder auch konservative Regierungen. Und da gab es ein großes Gemische. Also Schweden zum Beispiel, es gab immer große Streit in Skandinavien über die Rolle der Frauen. Na, Finnland und Norwegen haben zum Beispiel für mehr Elterngeld plädiert. Schweden war dagegen. Die wollten es lohnarbeitsbezogen halten. Mhm. Also da passt schon in meine Typologie. Mhm. Aber in der Gesamtzivilisierung der Gesellschaft, muss man Schweden schon sagen, gilt eigentlich für alle skandinavischen Länder. Die haben einfach einen hohen Status, wiederum, der garantistisch ist. Bürgerstatus, eine Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft, die Verantwortung gegenüber der Umwelt, spielt doch eine viel größere Rolle. Also ich glaube, dass Schweden heute insoweit muss ich mein Schaubild auch nochmal durchdenken. Das ist ja auch stimmt aus dem Jahr 2000. Habe ich vorletztes Jahr nochmal so veröffentlicht. Naja, okay, ich muss nochmal überdenken. In der Tat, Schweden ist vielleicht gar nicht mehr so ein typisches Beispiel für ein sozialdemokratisches Regime. Mhm. I think about. Okay. Ja. Und jetzt hast du die Schweiz als weicher Garantismus beschrieben. Was wäre denn ein harter Garantismus? Gibt's nicht. Das meine ich ja. Also ich glaube, das ist, schaut selbst die USA an. Ja. Manche haben gesagt, USA mit Obamacare. Da würde doch das mehr weg vom liberalen Regime kommen. Aber kaum kam Trump in die Regierung, versucht er das schon wieder ins liberale Regime reinzupressen. Mhm. Ich habe mal eine Studie gemacht, auch für die Hans-Böckler-Stiftung, über Dienstleistungen in USA. Am Beispiel habe ich es in Kalifornien untersucht.
Da war ich Gastwissenschaftler in Berkeley und stellte eben fest, dass wir in den USA natürlich sehr viele Counties haben und auch einzelne States, also Staaten, die ja, Kalifornien ist die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt, na, die sind ja eher, die sind überhaupt nicht liberal vom Typus. Die sind eher so eine Mischung aus sozialdemokratisch, manchmal fast schon garantistisch. Ja? Also ganz interessant, da gibt es Referendumsdemokratie in Kalifornien, wie in der Schweiz. Also wir haben so einfach, also man muss immer genau hinschauen. Oder das typische Beispiel liberales Regime England in Europa. Wir greifen es auch als Beispiel für bei den Geldleistungssystemen sind sie sehr liberal aufgestellt, aber in der Gesundheitspolitik völlig anders. Das ist der größte sozialistische Gesundheitswesen Europas in England. National Health Service, größter Arbeitgeber Europas. Also widersprüchliche Entwicklung, aber in der Tendenz ja trotzdem haut es so einigermaßen hin. Und insoweit ist deine Frage, also idealtypisch für den Garantismus gibt es nicht. Also ich halte deshalb gibt es nicht. Also die Schweiz kommt, finde ich, da schon ziemlich nah dran. Es gibt aus anderen Staaten auch solche Modelle, aber wir haben ja keinen Staat, der sein ganzes Sozialsystem komplett auf Bürgerversicherung. Also die Schweiz ist das einzige Land. Die haben die Krankenversicherung auf Grundeinkommen, also auf Bürgerversicherung umgestellt, eigentlich mit der blöden Kopfpauschale, worüber sie sich auch ärgern, und die Rentenversicherung, aber nicht die Arbeitslosenversicherung. Es gibt noch kein richtiges Elterngeld in der Schweiz. Also Schweiz ist auf dem Weg. Ich finde, es gibt sehr vieles, spricht dafür, aber sie ist kein idealtypischer Garantismus. Ja. Mhm. Wer vertritt denn dann überhaupt den Garantismus? Also ist der Garantismus nächste Phase quasi von Typen der Wohlfahrtsstaaten oder muss man die nebeneinander sehen? Und wie könnte man das umsetzen, wenn es dazu keine Partei gibt oder keine Masse, die das wirklich fordert? Naja, also Ganze würde ich schon nicht so sagen. Also erstmal glaube ich, das ist schon, ich habe jetzt bewusst keine historische Typologie jetzt heute hier präsentiert. Ich habe es in einem anderen Zusammenhang auch historisch typisiert. Man kann es auch sehen, da muss man sehr vorsichtig sein, weil ja vieles dann gleichzeitig bleibt. Also Ernst Bloch, der berühmte Philosoph, Ost, den ich selber noch mal als in Tübingen meinen Student zumindest mal gesehen habe, eben die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, beschrieb er in seinem Prinzip Hoffnung. Also es gibt eben ungleiche historische Phasen, können gleichzeitig existieren. Und so ist es auch da. Und es gibt dann eben, in Deutschland war ein hochentwickelter Staat, weltweit führend in Sachen Nobelpreisträger. Was passiert? Die Faschisten übernehmen die Macht. Ja, das hätte nicht passieren dürfen. Sowieso nicht passieren dürfen, ist aber passiert. Hochzivilisiertes Land. Wir haben in Deutschland ein zivilisiertes Land. Was haben wir bei uns? AfD bekommt in manchen Staaten wie in Ostdeutschland 20-30%. Da fragt man sich an den Kopf, wie kann das passieren? Es passiert durch bestimmte Rahmenbedingungen, die man eben analysieren kann. Garantismus. Ich habe es ja vorher schon angedeutet. Man könnte sagen, im Prinzip ist eigentlich das ein grünes Konzept. Garantismus. Weil die Grünen diese Gattungsfrage ins Zentrum rücken. Und diese allgemeine Frage, diese allgemeinen Menschheitsfragen mit der Umweltfrage, mit der Klimafrage, mit der Nachhaltigkeitsfrage. Im praktischen Leben kommen die Grünen natürlich aus bestimmten Hintergründen. Die haben ja früher mal von FDP gewählt oder CDU gewählt oder SPD oder waren Kommunisten oder waren irgendwas. Das heißt, die konkreten Grünen sind eine echte Mischpartei. Mhm. Vom Idealtyp ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ich war mal vor vielen, vielen Jahren, in der allerersten Bundestagsfraktion der Grünen, war ich deren sozialpolitischer Referent, war auch mal Sprecher für Sozialpolitik auf Bundesebene, das ist Jahrzehnte her. Und versuchte damals die Grünen in diese Richtung hinzubringen. Ich habe den Begriff Garantismus damals noch gar nicht gekannt. Ich habe den auch gar nicht verwendet. Aber es war schwer. Bei den Grünen gab es lange Zeit ein großes Desinteresse an Sozialpolitik. Auch heute noch, muss man sagen, wirkliches Interesse ist da eigentlich nicht da. Und wenn, ist es eher ein linkes Interesse, muss man ehrlich sagen. Also so ein garantistisches Interesse sehe ich da, aber ich sehe es bei vielen. Also es ist nicht so, dass es da nicht gibt. Ich sehe es aber auch bei Leuten, bei der FDP, bei einigen wenigen. Ich sehe es bei SPD-Leuten, bei einigen. Ne? Bei Konservativen, ich habe ja mit der CDU zusammengearbeitet. Ich habe mit Linken, ich habe mit Bodo Ramelow und Katja Kipping mal einen Artikel geschrieben, gemeinsam über das Grundeinkommen, weil die auch dafür sind. Also es gibt in allen Parteien, ich würde es mal positiv sagen, in allen Parteien gibt es Menschen, die guten Willens sind. Ja, mit denen arbeite ich zusammen. Ja. Aber ob das jetzt richtig ist, ich weiß es ja nicht. Das kann ich doch nicht wissen. Also man könnte mal sagen, ja, wenn es richtig wäre, hätte es längst durchgesetzt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die Grundeinkommensidee ist eine von diesen Ideen, die so eine lange Atem brauchen, weil sie eben, wie ich an diesem Fromm-Zitat auch zeigte, an innere Gewissheiten rühren, an denen wir uns festgeklammert haben. Ja. Und diese Vorstellung, wer kennt das nicht, also beim Thema Grundeinkommen, also das ist mit der ökologischen Frage auch.
große zentrale Menschheitsfragen erscheinen vielen so abstrakt, dass man sie auch gar nicht auf individuelles Verhalten zurechnen kann. Oder man springt dann so kurz, sagt, ja, Mülltrennung. Naja, aber Mülltrennung ist natürlich für alle Klimaprobleme auch noch nicht die Lösung. Ne? Also das heißt, du musst dann einen Haufen institutioneller Regeln finden. Und so ist es genau beim Garantismus. Garantismus ist so ein Menschheitsprojekt, das musst du runterbrechen auf einzelne Elemente. Und du musst natürlich letztendlich, ich muss natürlich die Leute erreichen, die in den Eliten sind. Ich muss Leute erreichen, die in den Medien sind, in den Parteien sind. Die müssen das irgendwann sehen und da darf ich mich eben auch nie zu eitel nehmen oder wir uns als ISIL zu sagen, wir sind so toll, wir haben so eine tolle Idee, sondern wir müssen nach Bündnispartnern suchen, wir müssen halt unseren Beitrag leisten und eine gewisse Demut an den Tag legen, aber auch nicht nur so tun, als ob, sondern auch wissen. Also wir können unseren Beitrag leisten, vielleicht haben wir ja recht, vielleicht sind wir auf der richtigen Seite der Geschichte. Ich hoffe, aber sicher sein können wir nicht. Ja. Ja, das ist ganz interessant. Also auch zu dem Thema nochmal mit den Umfragen, wer jetzt für das Grundeinkommen ist. Ich meine, das Thema Arbeit und Leistung und Leistungsgesellschaft spielt da natürlich auch eine große Rolle, denke ich. Jetzt hat man bei den Umfragen gesehen, dass besonders alte oder junge, gebildete Menschen, Menschen mit niedrigem Einkommen oder Menschen aus dem Osten für ein Grundeinkommen sind. Meinst du, das hängt miteinander zusammen? Also, dass genau diese Zielgruppen für ein Grundeinkommen sind? Naja, ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, das kennen wir aus der Wahlforschung her, dass die Menschen extrem widersprüchliche Motive haben. Und das ist auch ein Problem, das haben wir ja gerade in Frankreich, gab es jetzt einige gute Untersuchungen dazu. Pierre Bourdieu, ein berühmter Soziologe, hat es am Beispiel der Kultursoziologie, Habituskonzept entwickelt. Und seine Schüler haben das ja auch jetzt am Beispiel der Front National oder der Gelbwesten untersucht. Wie kommt es, dass Leute, deren Klasseninteresse überhaupt nicht rechts ist, warum wählen sie die Rechten? Wie kann jemand, warum wählen sie die? Das Gleiche haben wir in Ostdeutschland. Warum wählen Leute die eine Partei, die offensichtlich gegen ihre Interessen vertritt? Das Gleiche war bei der NSDAP. Warum wählen Leute eine Partei, die die Juden verfolgen will, einen Krieg anzetteln will, wo sie wissen könnten, ein paar Jahre vor war der Erste Weltkrieg, dass sie ihre Kinder dem Krieg opfern müssen? Warum wählen sie die? Weil natürlich jetzt andere Motive phasenweise wichtig sind. So wie wenn Sie in so einem Rausch, wurde sozialpsychologisch untersucht, wenn Sie in so einem Rausch sind und reale Lebensinteressen verachten. Das meine ich, deshalb ist meine Frage an dich, was die wirklichen Lebensinteressen sind, ist nur eine Facette. Die objektiven Klasseninteressen, nannte man das früher, oder materiellen Interessen, sind eine Facette. Die müssen sich noch keineswegs in Politikunterstützung umschlagen. Du musst die Leute auch gewinnen. Und dann ist ja die andere Frage, zum Beispiel Grundeinkommen, das geht ja auch damit einher, dass das ja irgendwie bezahlt werden muss. Deshalb werden wir im Zukunftslabor natürlich auch über Finanzierungsmodelle diskutieren müssen und werden ja auch Berechnungen machen. Geht gar nicht anders, weil natürlich für viele Leute ist ja auch klar, ich meine, es muss ja irgendwo herkommen, das Geld ist ja, wir können ja nicht, wie früher hat man gesagt, okay, wir erobern uns jetzt irgendwie in Kongo oder Indien, da holen wir uns das Geld her, dann zahlen wir unsere Leute hier oder kaufen uns, erobern Sklaven und lassen die Leute für uns arbeiten. Das geht ja heute so nicht mehr und wollen zum Glück, ne, weil wir merken, überall Menschen, ne, die haben auch ihre Rechte und die ergreifen sie auch. Die lassen sich ja einfach so behandeln. Ne, und das ist eine neue Zeit und diese neue Zeit, die muss sich in diesem Projekt niederschlagen. Und ich glaube, dass natürlich solche materiellen Interessen eine Rolle spielen. Altersgruppen zum Beispiel hier spielen eine Rolle. Auch interessant ist zum Beispiel, wenn man diese andere Zahlen hier anschaut, vom DEW, die Zahlen für verschiedene Staaten. Dann sehen wir fest, in Litauen waren fast 70% für ein Grundeinkommen, in Ungarn erstaunlicherweise auch. Aber die Fidesz-Partei hält davon gar nichts. Also schau, dieselben Leute wählen zu mehr als 50% die Fidesz, also eine konservative, rechtsnationale mittlerweile Partei, die früher noch zur EVP gehört, zur christdemokratischen Familie. Aber die Leute sind für ein Grundeinkommen, aber diese Partei gar nicht. Ja? Das heißt, jetzt käme es darauf an, dass politische Akteure diese Widersprüche verstehen und übersetzen. Ja, also dass es glaubwürdige Akteure gäbe, die sich für ein Grundeinkommen einsetzen. Soweit sind wir aber noch gar nicht. Wir haben ja schon geht doch heute im Bundestag, wann hörst du da mal im Bundestag eine Rede fürs Grundeinkommen? Könnte man, also wenn ich im Bundestag sitzen würde, würde ich zu allen möglichen Themen das Thema Grundeinkommen ansprechen. So wie das früher Cicero machte, Ceterum censeo, Karthago in dem esse de lendam. Das ist natürlich ein schlechter Satz, man soll Karthago zerstören. Man könnte etwas Positiveres sagen, aber dass man bei jedem Thema sagt, übrigens will ich nochmal erwähnen, Grundeinkommen passt hier. Könnte man ja machen, aber dazu müsste es jemand natürlich tun. Und vielleicht finden wir diese Leute.
Ne? Als Althaus bei der CDU in Thüringen, war ich ja auch schon damals Professor in Thüringen, habe mit ihm Kontakt aufgenommen. Als er dann für ein Grundeinkommen war, war auf den CDU-Parteitagen, waren über 90% für ein Grundeinkommen. Auf den CDU-Parteitagen in Thüringen. Mhm. Und die haben mich dann auch, ich habe dann Gutachten auch eingeladen, bin dann nach Ostthüringen, Veranstaltungen gemacht für die Adenauer-Stiftung. Und da kamen Leute auf mich zu, also zum Beispiel irgendwelche Handwerker, klassische CDU-Wähler oder manchmal FDP-Wähler. Also mit dem, ich habe darüber nur Gefühle, als Althaus gesagt, fand ich so sehr interessant. Und ich denke an meine eigenen Kinder. Gut, ich habe ein Unternehmen, ich habe 50 Mitarbeiter, aber meine Kinder, wer weiß, wie es denen mal gehen wird in 10, 20 Jahren. Mhm. Grundeinkommen eine gute Sache. Ja? Also das heißt, du musst auch Leute aus der Elite überzeugen, mhm. charismatische Personen. Du musst Menschen überzeugen, die das auch weitertragen. Mhm. Und deshalb meine ich so, ich glaube, deshalb allein die Einstellungen der Bevölkerung, die geben einen wichtigen Hinweis und die sind meiner Meinung nach, ist die Saat bereitet für ein Grundeinkommen. Mhm. Aber es muss halt auch irgendwo übersetzt werden in politische Praxis. Ja. Warst du schon? Nee. Nee? Okay. Kennst mich doch. Okay, noch was. Ja, letzte Frage vielleicht noch. Kurz, ganz am Ende hast du gesagt, ja, man muss die Bevölkerung fragen, man soll ein Referendum machen, bedingungsloses Grundeinkommen oder Grundeinkommenstyp. Ja, jetzt hat man ja gesehen in Großbritannien, dass so Referenden auch ziemliches Chaos anrichten können, wenn man nicht genau weiß, in welche Richtung man gehen will oder wenn es nur eine kleine Gruppe ist, die voranstreitet und einen Weg für die anderen beschreiten möchte, auf vielleicht auch nicht so faktisch nachweisbaren Quellen. Wie kann man dagegen dann anwirken, wenn man das mit einem Grundeinkommen durchsetzen möchte? Naja, also ich würde sagen, ich lasse mal dieses Bild hier, weil ich glaube, dass das im Grundeinkommen also erstmal muss man zwei Sachen berücksichtigen. Erstmal die Frage grundsätzlich zu Referenden. In deinem Argument steckt etwas, was sehr viele, gerade in Deutschland, gibt das auch sehr ernst zu nehmen. Leute, die ich sehr schätze, die gegen Referendum argumentieren und sagen, ja, schaut euch mal diese Deutschen an. Wenn die wirklich gefragt würden, dann kommt aus diesen Deutschen dieser ganze braune Schrott hoch. Na, dann sind sie für die Todesstrafe, sind gegen die Ausländer, wollen den Adolf wieder haben. Na, wenn du die wirklich fragst. Meiner Meinung nach, das ist so ein Grundmisstrauen gegenüber einer Anfrage an die Bevölkerung. Dieses Grundmisstrauen, muss ich ganz ehrlich sagen, teile ich nicht. Weil ich habe mich in meinem Leben einfach lange mit Referendumsdemokratien beschäftigt. Es gibt ja nicht viele. Ne? Und dann stellte man fest, wenn es muss vernünftig gemacht sein. Du musst richtige Fristen haben, richtige Schwellen haben. Du musst auch eine gute Regel haben. Das zwischen dem Verhältnis zwischen Referendum, also was ist eine Volksbefragung, was ist ein Volksentscheid, ne? Also unterschiedliche Typen, es muss einfach gut geregelt sein. Und dann gewöhnt sich die Bevölkerung auch daran. Als ich zum ersten Mal, war 1990, in Berkeley, also als Visiting Scholar, als Gastwissenschaftler war, dann war ich erst mal in einer Gastfamilie untergebracht und da lag auf deren Wohnzimmertisch so ein dickes Paket. Und dachte, was liegt denn da? Ich schaue mir die Sachen natürlich, kann ich mal angucken, ne? Kann ich anschauen. Dann war das für in zwei, drei Wochen gab es, dreimal im Jahr oder viermal im Jahr gab es Abstimmungswochenenden. Da wurde in Kalifornien, wie in der Schweiz, über alles Mögliche abgestimmt, in Kalifornien sogar noch über viel mehr, wird über den Sheriff abgestimmt, über den Leiter des Schulamtes, über die Frage, wer wofür irgendwelche Holzabschlagen machen darf. Und viele Sachen kannst du gar nicht wirklich beurteilen. Die Beteiligung ist also bei vielen Fragen auch relativ gering, weil Leute sich nicht kundig machen. Und bei manchen ist es aber sehr hoch, ne, wenn die Leute sich kundig machen. Und jetzt lohnt sich mal im Verlauf zu schauen, wie wirken sich denn die Entscheidungen aus? Das machen dann Demokratieforscher. Wie wirken sich die Entscheidungen denn aus? Stimmen Leute denn für oder gegen ihre eigenen Interessen? Für wessen Interessen stimmen sie überhaupt? Lassen sie sich manipulieren? Und dann, müsste ich jetzt die Zahlen genauer präsentieren, aber mein Befund nach all diesen Sachen ist Beruhigung. Die Leute sind nicht blöd. Mhm. Also es lohnt sich, Vertrauen in die Leute zu haben. Das mache ich mit einem Befähigungsansatz, wie ein Grundeinkommen. Im Grunde ist ein Referendum sowas wie ein Grundeinkommen auf der Seite der Stimmdemokratie. Jeder soll ernst genommen werden. Und schauen Sie, die USA hat heute in der Gesamtsumme ein völliges Schrottsystem. Gerrymandering, du schneidest die Wahlkreise nach deinem Gusto. Die Leute müssen sich anmelden. Es ist ein Riesenaufwand, sich anzumelden. Geht es denn in die Türkei?
Jetzt, wenn Sie die Sendung dann sehen, ist es schon wieder eine Weile vorbei. Wir sind noch ganz frisch. Gestern war in Istanbul, hat der Kandidat der Opposition gewonnen. Massive Mobilisierung. Selbst aus dem Urlaub sollten die Leute zurückfliegen. Lauter Sonderflüge und Sonderzüge, die nur zum Wahlen kamen. 85% Wahlbeteiligung. Also es ist nicht so, dass die Leute, nicht mal eine Wahlpflicht, anderen Staaten gibt es Wahlpflicht. Es ist nicht so, dass die Demokratie tot ist. Die muss nur den richtigen, die brauchst den richtigen Rahmen, die richtige Ansprache, richtige Leute. Und manchmal sind die Leute nicht so interessiert, ja, weil wenn es gut läuft, dann stimmen, gehen sie halt mal nicht stimmen. Aber sie müssen die Chance haben, wenn es schlecht läuft, dass sie zu stimmen gehen. Und das meine ich auch fürs Grundeinkommen. In der Schweiz kannst du das sehen beim Thema Rentenversicherung. Manchmal gab es 14 AHV-Revisionen, 14 Abstimmungen. Jetzt kommt die 15. Ja, die Leute stimmen dann eben ab über Altersgrenzen, über Niveaus, ob Steuer dazu, stimmen sie eben ab. In der Gesamtsumme kommt am Ende, ist meine Erfahrung, meine Beobachtung, etwas einigermaßen Vernünftiges raus. Das Parlament zum Beispiel hat immer auch noch einen Vorbehalt, weil es um Haushaltsfragen geht. Ne? Du kannst also Volksabstimmen können nicht einfach irgend sagen, wir wollen das und das einführen, kostet so und so viel Geld, aber keiner sagt, wie es bezahlt werden soll. Es muss dann immer eine Gesamtzusammenhang hergestellt werden. Aber ich bin da optimistisch, dass die Leute, wenn du sie wirklich fragst, auch richtig antworten. Vielleicht passt mir es nicht im ersten Moment, aber es passt an den Leuten. Und du musst als Demokrat auch hinnehmen, dass die Leute auch was für irgendwas sind, was vielleicht nicht so toll ist. Ja, was halt, also darf natürlich keine unmenschlichen Sachen sein, aber ob jetzt Stuttgart 21 wurde gebaut in Stuttgart, ich komme aus Stuttgart, blöde Idee, finde ich. Da hat man Volksbefragung gemacht, die Grünen haben das da durchgesetzt, damals Kretschmann. Na, da war wenigstens Ruhe. Ist auch richtig so. Jetzt ist natürlich ein Schrottbahnhof wird gebaut, da wird es neue Probleme geben, aber das ist eben, irgendwann musst du auch einen Prozess zu Ende machen, dann musst du dich auf was einigen und es wird beim Thema Grundeinkommen auch so sein. Also nochmal, ich bin, was Grundeinkommen und Referendum betrifft, viel optimistischer als die meisten meiner Kollegen. Ich habe dafür ein paar plausible Hinweise, aber ich habe keinen Beweis. Wir müssen es testen. Ja. Na, das ist doch eine optimistische Zukunft. Super. Super, vielen Dank. Danke auch Ihnen.